Metal, ihr Lieben. Ja, ihr seht schon, Rainerle ist live gegangen. Jetzt gerade eben. Ich dachte, ich mache heute gar kein Video mehr in der Hinsicht und dann geht der einfach live. Da habe ich mir gedacht, ach komm Leute, dann schauen wir uns das jetzt einfach zusammen an. Mal sehen, was passiert. Bei Rainerle ist es ja in den Tagen ein bisschen eskaliert. Ihr habt es sicherlich mitbekommen. Ja. Rainer, der hat sich am Bahnhof mit ein paar Leuten gestritten. Verbal als auch körperlich. Rainer, der hat eine kassiert. Geiler, geh doch. Und die Polizei hat ihn mitgenommen und befragt zu diesem Vorfall. Aber ja, ich denke mal, ihr könnt euch in etwa vorstellen, was Rainerle gesagt haben wird. Die anderen sind schuld. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich immer wieder in meine Ecke rum zurückgehe. Es ist einfach ein unglaublich geiles Leben hier. Leben, ne? Ja. Jetzt fangen auch die Blüten langsam an zu blühen. Die Blüten fangen an zu blühen. Ja, die Blumen meinst du wahrscheinlich hier, ne? Aber gut. Ich weiß nicht. Wenn ich irgendwann eine Ecke finde, in der ich auch so gute frische Luft habe wie hier und ähnliche Gerüche, ich würde wahrscheinlich nie wieder zurückkommen. Okay. Einfach abhauen und ungesehen je wieder zurückkommen. Obwohl, meine Freunde und so werde ich auch nicht zurücklassen. Was? Nicht gänzlich. Servus Drache, ich hoffe, es geht dir gut. Wirkt Rainerle auf euch auch irgendwie, ich weiß nicht, merkwürdig? Merkwürdiger als sonst? Naja, geldtechnisch bin ich mal wieder am Ende. Möchte ich jetzt. Geldtechnisch bist du am Ende, ha? Huh? Okay. Hast du nicht geschrien, du verdienst 10-mal mehr als so jemand anders? An Geld? Merkwürdig, Rainer, merkwürdig. Aber nicht weiter. Und ja, natürlich bist du geldtechnisch am Ende. Du bist ja auch online. Ansonsten würdest du ja nicht online kommen, wenn du kein Geld brauchen würdest. Was das heißt, ich bin nur online, wenn ich Geld brauche. Genau. Und, naja. Genau genommen stimmt das, weil das ist hier schließlich mein Beruf. Nee. Aber ich bin heute Abend. Also, seit wann ist Betteln ein Beruf? Nur online, weil ich Lust drauf habe. Achso. Das weiß ich mal. Ja, und weil du Geld brauchst. Hast du ja gerade gesagt. Im Vergleich zu sonst geht es mir heute tatsächlich gut. Ja, zumindest ganz vergleichsmäßig. Oder verhältnismäßig. Ach ja. Ja, das ist Rainerles aktueller Content. Vielleicht liegt es auch an mir, aber... Was soll diese Musikeinspielung immer da? Wer da? Okay, Rainer, willst du vielleicht irgendwas erzählen oder was hast du vor? Ach du meine Güte, was geht denn hier jetzt an der Seite ab? Einfach nichts über die Luft hier. Kein Wunder, dass ich so ein Viech bin. Wer ist das? Mojo86221. Und noch eine hinterher. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, vielen Dank. Oh, noch eine. Was zur Hölle? Oder ist das jetzt immer die gleiche Animation, nur dreimal hintereinander? Viermal. So, das war, glaube ich, nur eine Animation, wa? Und Ben prügelt auch noch hinterher. Was zur Hölle? Noch eine Kiste. Alter, ist doch irre, Leute. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Verstehe ich nicht. Ist ja die Besten. Ja. Hallo, servus Paul. Ich verstehe diese Leute nicht. Keine Ahnung. Werde ich nie. Werde nie verstehen, wie man denen so da unterstützen kann. Ich überlege gerade, ob ich schon drüber sprechen soll. Ah, okay. Wahrscheinlich ist es eigentlich keine gute Idee. Was denn? Was so? So ist Drache.
hast gestern ordentlich ausgeschenkt am Bahnhof. Ah, gut, dass du es erwähnst. Ja. Hätte ich fast vergessen. Da wollte ich drüber sprechen mit euch. Hättest du fast vergessen, ne? Dass du dich da geschlagen hast. Beziehungsweise, dass du die Leute angegriffen hast. Man konnte es ja sehr gut nachvollziehen. Und dann eine kassiert hast, ja. Man hat dir durchs Gesicht gestreichelt. Ja, komm, Rainer. Erzähl mir deine Lügengeschichte, wie das passiert ist. Du hast dich ja nur passiv verhalten, bist ja immer weggegangen und dann, als es nicht mehr anders ging, als du wie ein Tier in der Ecke gestanden hast, da musstest du dich natürlich wehren und bist dann auf die losgegangen. Ja. Das weiß ich, sind wir mal in der anderen Situation. Ah, okay. Und lasst mich mal wieder ein bisschen ausholen. Aber nicht mit der Faust, sondern mit Worten. Und wehe, du fängst jetzt bei 2015 an oder so. Ich gebe den Hatern, die schon wieder Lügen über mich erzählen, die Gelegenheit, ähnlich wie es Mimon bei mir gemacht hat, ohne Erpressung allerdings, weil ich keine Daten von den Personen habe und auch nicht drohe, Daten zu veröffentlichen, egal ob ich sie habe oder nicht. Ja, okay, aber warum? Hä? Du hast keine Daten, also kannst du auch nicht drohen, die zu veröffentlichen. Ja, ja, toll. Tolle Info. Aber ich kann beweisen, na? Dass die Hater lügen. Oh. Und das kann auch die Presse bestätigen, sobald irgendwie Bilder veröffentlicht werden von den Überwachungskameras des Bahnhofs. Mhm. Ja. Also, fangen wir vorne an. Denn das ist ja genau das, was ich wollte. Ne? Ich wollte ausholen. Und zwar mit Worten, nicht mit der Faust. Ja, Rainer. Also passt auf, folgendes. Für die Leute, die es nicht wissen oder nicht mitbekommen haben. Es gäbe jemanden hier drin, der das nicht weiß. Aber trotzdem, falls das der Fall ist, wollen wir es doch mal in Ruhe ansprechen. Punkt 1. Ich bin gestern aus Berlin zurückgefahren. Dank eurer Hilfe. So. Ich bin dieses Mal anders nach Hause gefahren. Beim letzten Mal bin ich über, ich weiß gar nicht, wie das Kaff heißt, bin ich irgendwo stecken geblieben, 2 Stunden lang. Auf jeden Fall bin ich dann nach Leipzig. Ich habe das Kaff vergessen, wo ich zuerst umgestiegen bin, von Berlin aus. Auf jeden Fall bin ich dann nach Leipzig und dann nach, war das dann direkt Nürnberg? Nee, Hof, glaube ich, war es. Oder war das Hof? Nürnberg, Hof? Nee, Leipzig, Hof, Nürnberg, genau. Und davor noch ein anderes Kaff, wo ich den Namen vergessen habe. So. So bin ich beim letzten Mal gefahren. Dieses Mal bin ich über Magdeburg gefahren, also etwas weiter weg, etwas anders, aber ja. Es ist so. Was ist diese Musikeinspielung? Kommt das von Inge? Kommt das kommt nicht von mir? Ist das von Rainerle? Ganz merkwürdig gerade. Hater haben mir schon im Zug wiederholt aufgelauert. Wenn man dazu sagen muss, dass mindestens 3 oder 4 Hater, ich weiß jetzt die genaue Anzahl nicht mehr, ich glaube, das waren 4, es könnten aber auch nur 3 gewesen sein, in den Zug gesprungen sind, mich belästigt haben wegen irgendwelchen Fotos und dann ab... Ja, Rainer, du bist halt eine Person des öffentlichen Lebens. Du wolltest dich ja nicht aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Du bist ja zurück ins Internet und hast gesagt, ja, schuld sind die anderen, ich kann ja hier keine Arbeit finden, bla bla bla. Und deswegen muss ich mich ja wieder hier erniedrigen und komplett lächerlich machen und die Leute anbetteln für Spenden und natürlich auch die Leute belügen. Dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn du in der Öffentlichkeit auch angesprochen wirst, gefilmt wirst und Fotos von dir gemacht werden, Rainerle. Das ist halt nun mal so dann. Das Leben eines Prominenten, ne? Oder einer Person des öffentlichen Lebens. Aber nicht mehr aus dem Zug gekommen sind, weil sie zu blöd waren, da rauszugehen. Zu und blöd. Wie ich das mitbekommen habe. Ja, so wie Unge mit seinen Dreadlocks zu blöd war, wa? Sind die wohl schwarz gefahren. So, fängt schon mal wieder mit den Straftaten bei den Kollegen an. Woher weißt du, dass die schwarz gefahren sind, Rainerle? Woher willst du das wissen? Vielleicht hatten die auch so ein tolles Quer durchs Deutschland-Ticket. Na, für 44 Euro. So. Na?
Haut der immer noch Kisten raus? Oder ist das jetzt eine. Ich dachte jetzt, das ist ein Fehler. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die ganze Unterstützung. Kannst du ja mal den Namen sagen, vielleicht von dem Bänder da. Oder von dem Verblendeten. So, weiter im Text. Ja. Es ist so. Ja. Sind 3 oder 4 Hater in den Zug gesprungen, haben mich belästigt, wollten wieder raus, sind aber nicht mehr rechtzeitig rausgekommen. Hat im letzten Endes dann dafür gesorgt, na, dass sie eben schwarz fahren mussten. Wäre auch nur eine Station, aber sie sind schwarz gefahren. Weißt du doch gar nicht. Wie gesagt, könnten auch ein Ticket gehabt haben. Das ist jetzt deine reine Vermutung. Mit AI ganz wichtig. Oh. Gehe ich zumindest von aus. Ja. Ich habe natürlich jetzt sie nicht verfolgt, also weiß ich nicht, ob die sich vielleicht beim Schaffen ein Ticket geholt haben. Oder halt über die Deutsche Bahn-App, Rainer, so wie du es ja auch gemacht hast. Ohne Probleme. Okay. Okay. Für 6.000 Münzen rausgehauen, wow. Ehrlich, vielen, vielen, wie hieß er? Mojo? Oder Mojo? Vielen Dank für deine Unterstützung. Sau cool. Du kannst dir nicht vorstellen, wie mir das hilft im Moment. Also. Ja, das wird halt wieder für irgendwelche Fressi oder ne, Monster Energy ausgegeben. Das Geld ist so schnell weg. Ich will das nicht rechtfertigen, ne? Also, wer diesem Menschen da Geld gibt, dem ist einfach nicht mehr zu helfen. Keine Ahnung, der ist einfach gestört. Es bringt halt tatsächlich nicht viel. Also, was heißt, es bringt nicht viel? Es wäre im Tierheim besser aufgehoben, sagen wir es so. Es ist so gewesen. Ja. Ich bin also von Erfurt nach Würzburg unterwegs. War schon die letzte Station, glaube ich. Also, Würzburg muss ich jetzt letztens umsteigen. Und ich steige in Würzburg aus dem Zug aus, ja, und höre schon die ersten Rumblern. Da ist er, da ist er. Ja, schon mal. Ja, Rainer, ja. Ist halt so, wenn man dich sieht. Erstmal schön, ist der Begriff Faschos eigentlich rassistisch? Oder ist der Begriff Faschos, was? Sag mal, du bliebst so, also, ist der Begriff Faschos rassistisch? Junge, was ist das für ein Satz? Ich hätte ja nie gedacht, dass ich den mal so höre. Sowas in die Art. Auf jeden Fall so ein paar Typen, die schon aussehen, als wären sie auf der rechten Seite unterwegs. Mit Bomberjacken und Springern standen dann so am Bahnhof und haben gleich... Ach so, er meinte, ob Faschos ein rassistischer... Ob man mit... Okay, nee, keine Ahnung... Mein Gehirn schaltet gerade ab, glaube ich. Ich glaube, er wollte es anders formulieren. Ich glaube, er wollte sagen, bezeichnet man mit Faschos Rassisten. Irgendwie so, denke ich mir mal, ne? Also er wollte sagen, da sind Rassisten, die ihm auflauern. Okay, Rainer, wir sind wieder auf einem Level. Gleich mal rumgeblatt. Mir kam auch eine schöne Alkfahne entgegen. Also Moment, wie kommst du eigentlich darauf, dass das Faschos gewesen sind? Oder sowas in die Art. Auf jeden Fall so ein paar Typen, die schon aussehen, als wären sie auf der rechten Seite unterwegs. Okay. Mit Bomberjacken und Springern standen dann so am Bahnhof und haben gleich... Ja, Bomberjacke ist nicht gleich rechtsradikal, würde ich mal behaupten. Springerstiefel jetzt auch nicht unbedingt. Aber du zeichnest da ein interessantes Bild. Erzähl weiter. Gleich mal rumgeblatt. Mir kam auch eine schöne Alkfahne entgegen, als wir dann zu nahe gekommen sind. Ja, da kommen wir aber gleich noch zu. Bestes Framing. Jedenfalls sind die Herrschaften da am Rumblern. Mhm. Ich meine Kopfhörer aufgesetzt, meine Mütze hochgezogen. Wenn sie Fotos machen, dass ich es nicht sehe, dass ich mich zumindest darüber aufregen kann. Klar. Und habe mich von denen zwischen 3 und 4 Metern weggestellt. So. Die Aufnahmen gehen allerdings erst da los, wo die Leute nur noch 1 Meter oder so von mir entfernt stehen oder 2 Meter von mir entfernt stehen. Und das ist natürlich mal wieder der Clou an der Sache. Ja, Rainer, und wenn sie 2 Meter von dir entfernt stehen, ist alles okay. Ist ja sogar Corona-konform. Ne? 2 Meter ist alles in Ordnung. 1 Meter? Ja, aber deine Längeneinheiten oder deine Vorstellung von
verschiedenen Maßen, die kennen wir ja, ne? 16,5 cm, sage ich da nur. Und so wie ich die Videos gesehen habe, Rainerle, bist halt du aggressiv auf die Leute losgegangen. Und wer hätte das gedacht, dass die nicht aufhören, wenn du da Zirkus veranstaltest und immer weiter Show ablieferst. Ne? Du hast gesagt, hier Fanmanagement und alles mögliche immer. Ich habe nämlich, wie gesagt, ich sage gleich deutlich, ich leake hier gar nichts. Ja, ich drohe auch nicht damit, dass ich was leake. Ja, du hast ja am Anfang schon gesagt, dass du nichts leaken kannst. Du hast nichts zum Leaken. Also, was willst du leaken? Ich sage nur, dass ich es könnte. Nee, und ich sag, du hast am Anfang gesagt, du hast gar nichts. Du hast überhaupt keine Informationen zum Leaken. Also, was willst du? Ich sage, dass ich das an die Polizei weiterleiten werde. Die Herrschaften sollen sich gefälligst dazu äußern und klarstellen, was Sache ist. Hä? Die Hater haben es natürlich wieder mal so hingestellt, als wäre ich es gewesen, der sie angegriffen hat. Dabei war es genau andersrum. Ach so. Sie haben mich belästigt. Ich bin extra weggegangen. Das haben sie komplett ignoriert. Ja, Rainer, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Die filmen und machen Fotos von dir, ne? Ja. Und du wolltest es so. Du ziehst dich nicht aus der Öffentlichkeit zurück, so wie du es vor einer Woche gesagt hast. Ne? Ist sogar heute jetzt genau vor einer Woche gewesen. Und hast gesagt, nö, ich bin wieder da. Ich bin zurück. Ne? Und ja, dann ist das halt so. Und ja, ne? Ja, ne? Das haben sie natürlich gekonnt ignoriert und sind dann an mir mal wieder sind dann wieder mal hingegangen und haben mich wieder weiterhin belästigt. Hm. Ich habe mich extra weggedreht mit dem Gesicht, mit dem Kopf, dass die woanders, dass die mich nur von der Seite filmen können. Wurde dem Ganzen. Ja, und dann gibt es dieses Video, wo du auf die Leute zuläufst. Aggressiv. Aus dem Weg gehen. Hat aber natürlich mal wieder nicht funktioniert. Hm. So. Die Leute kommen näher. Ich drehe mich um, weil ich es noch mal ignorieren konnte und sagt, die sollten mich in Ruhe lassen, sollen sich verpissen. Wollte noch einen Schritt zur Seite gehen, da kommt der eine immer näher, hat auch schon schön seine Hände bandagiert, als würde er jeden Moment Handschuhe und Boxen wollen, also Handschuhe anziehen und Boxen. So. Und das hat der Herr dann auch so, hat sich gleich so bewegt wie, keine Ahnung, ein Kampfsportler im Allgemeinen halt. Ne? Ah, so. Bewegt wie ein Kampfsportler im Allgemeinen, okay. Ein bisschen hin und her getänzelt, so, oh ja, komm, und hat sich so weggeduckt. Ich habe den dann gepackt und habe ihn weggeschubst, dass er mich... Ihr Lieben, hören wir nochmal hin. Wer hat jetzt angefangen? Ein Kampfsportler im Allgemeinen halt, ne, so ein bisschen hin und her getänzelt, so, oh ja, komm, und hat sich so weggeduckt. Ich habe den dann gepackt und habe ihn weggeschubst. Ich habe den dann gepackt und habe ihn weggeschubst. Wer ist körperlich als erstes den anderen angegangen? Ich verstehe es nicht. Er sagt es sogar. Er sagt es. Ich habe ihn gepackt und weggeschubst. Was soll ich denn dazu noch sagen? Was soll man dazu sagen? Keine Ahnung. Also, ist er dumm? Ist er einfach nur komplett bescheuert? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sieht er das nicht? Merkt er das nicht? Naja. Ich denke mal, ihr habt die Videos alle gesehen. Die sind ja überall rumgegangen. Auf Twitter, auf Telegram, YouTube. Und alle haben sie gezeigt, ne? Und Rainerle will jetzt hier den Gegenbeweis liefern, indem er sagt, ich habe angefangen und habe ihn gepackt und weggeschubst. Junge, ja, keine Ahnung. Liebe Polizei, Würzburg, Pivü oder wie ihr auch immer heißt, hört euch das bitte an. Ihr habt ja wahrscheinlich auch die Kameraaufnahmen da, ne? Übrigens, ganz tolle Idee, Rainerle, jemand auf dem Bahnsteig zu packen und wegzuschubsen, du Vollidiot. Wenn der stolpert und aufs Gleisbett fällt,
Na dann gute Nacht. Da muss ja nicht unbedingt ein Zug kommen. Aber wenn der falsch mit dem Kopf auf diesem Gleis auffällt. Alter Finn, ey. Dieser Mensch braucht einfach nur noch einen Betreuer. Der ist einfach nicht mehr in der Lage, sein Leben zu führen. Den muss eigentlich der Staat muss Rainer Winkler einfach an die Hand nehmen. Den muss man komplett entmündigen. Und dann, ja, Herr Winkler, Sie kriegen jetzt 200 Euro Taschengeld. Nicht für den Tag, sondern für die ganze Woche kriegen Sie jetzt 200 Euro. So, das teilen Sie sich jetzt bitte ein. Ja, nein, Sie gehen sich jetzt davon nicht 50 Dosen Monster Energy kaufen. Boah. Meine Güte, der ist wie ein Kindergartenkind ist der. Lass er mich entfliehen? Nee, Entschuldigung. Kindergartenkind ist falsch. Die wissen schon, die haben schon teilweise schon, können die ihr Handeln nachvollziehen. Bei Rainerle bin ich mir da immer nicht so sicher, dass er weiß, was er da tut. Hinlässt. So, das sind die Aufnahmen, die ihr schon gesehen habt. Die ersten Aufnahmen. So, dann geht's weiter. Was man nämlich wieder mal nicht sieht, ist, dass ich dann wieder hergegangen bin und mich wieder 2-3 Meter weggestellt habe. In der Zeit sind dann ein paar Herrschaften gekommen, ja, von der Bahn, die da wohl, ich weiß nicht, putzen oder so. Haben auf jeden Fall so Uniformen angehabt und hatten Mülltüten dabei, wo diejenigen, die den Müll wegräumen und so. Ja. Und haben halt mal wieder groß rumposaunt und keine Ahnung und hat mal wieder rumgestresst. Hä? Und sind wir wieder die Leute von der Bahn, die da Müll aufgesammelt haben, nachgelaufen. So. Hä? In der Zwischenzeit haben die Herrschaften sich woanders hingestellt. Also die von der Bahn, die Herrschaften. Okay. Ganz wirre Erzählung, aber ich versuche dir zu folgen, Rainer. Haben sich woanders hingestellt? Ja. Und sind anschließend in ihr so ein kleines Häuschen reingegangen. Ja. Keine Ahnung, was genau das war. Die Herrschaften, also die Hater, Kritiker, die haben sich dann hingestellt und rumgeblättert. Die haben den ganzen Bahnhof zusammengeschrien und... Ja, ja, die Nachbarschaft belästigt und am Tor gerüttelt. Ich weiß, Rainer, ich weiß. Sachenlord und Arschloch und Hurensohn und Beleidigungen rauf und runter. Ja, natürlich, aber das würde ich mal sagen, war so im Wechselgesang. Ne? Das kannst du ja auch sehr gut. Das kannst du ja auch so gut. Haben wir sogar in dem Video gesehen. Alles Mögliche. Ja, ja. So. Und das ging dann noch, ich weiß nicht, 1 Minute oder 2. Mhm. Ich glaube, als ich dann an dem Häuschen vorbeigelaufen bin von den Bahnmitarbeitern, ja, hat einer das Telefon in der Hand gehabt. Ich gehe davon aus, dass die Polizei gerufen hat oder so. Ich weiß es nicht. So. Mhm. Ich glaube, eine kannte mich auch. Das sah zumindest danach aus. Der hat da gearbeitet. Der hat mir auf jeden Fall nichts getan. Auf jeden Fall die Polizei gerufen. Die Polizei wusste dann auch direkt, dass ich da bin. Weil er es wohl mit durchgegeben hatte. Keine Ahnung. Ist auch nicht so schlimm gewesen. War alles okay. Ja, das sind aber alles Mutmaßungen, was du da machst drin. Und komm zum Punkt, bitte. Bis jetzt weiß ich, du hast die Leute angegriffen, körperlich, ne? Und wie du dich verbal verteidigst, ne, du bist da nicht still in der Ecke, Rainerle. Nein. Soweit nichts gemacht, bis auf, dass die mich ja die ganze Zeit belästigen. Ja, ja. So, ich bin dann weitergegangen und habe mich hinter das Häuschen gestellt. Ah. Bewusst so, dass ich im Idealfall von deren Seite, weil die waren ja auf der anderen Seite gestanden, die Kritiker und Hater. Nur Hater. Muss nicht. Kritiker kannst du eigentlich tatsächlich mittlerweile wieder weglassen, Rainer. Deine ganze Qualitätsoffensive oder hier dein Umbruch, ich werde jetzt die Hater komplett ignorieren oder sich zumindest jetzt Kritiker nennen und nicht mehr darauf eingehen und so weiter, das ist ja eh vorbei. Also kannst ruhig wieder zurück zu Hater gehen. Habe ich so hingestellt, dass die mich gar nicht erst filmen können. Mhm. Was machen sie? Laufen links und rechts, weil es waren ja, weiß nicht, 8 Mann oder so, 7, 8 Mann. Ich weiß nicht genau, wie viele es waren. Jedenfalls laufen sie zu beiden Seiten mit den Kameras im Anschlag so schön hoch, die Kamera, ne? Dass sie auch schön filmen. Ja, soll ich die auf dem Boden halten, wenn man dich filmt, Rainer? Also was soll diese Erklärung oder diese Beschreibung? Und laufen an beiden Seiten von diesem Häuschen vorbei, um mich wieder zu belästigen. Das heißt, ich habe versucht zu deeskalieren von Anfang an. Ich bin aus dem Zug ausgegangen. Nee.
Reinerle, du hast sie körperlich angegangen. Und das hat ja einen Rattenschwanz, Reinerle. Das zieht sich ja durch die ganzen Jahre jetzt durch. Ne? Ist ja nicht so, dass das von gestern auf heute kommt. Du hast letzte Woche angekündigt, ich höre jetzt auf mit dem Internet. Ich mache hier gar nichts mehr. Ich will endlich mein Leben leben können. Ich möchte mal ins Freibad, ich möchte mal einkaufen gehen können und alles Mögliche, ohne dass ich immer erkannt werde oder dass ich immer angegangen werde. Das Ganze hat nicht mal 2 Tage gedauert, Reinhard. Dann warst du wieder da und hast offensiv und wirklich offensiv hast du gebettelt. Ne, um Geld, um Aufmerksamkeit. Hier, Leute, ich brauche eure Hilfe, ich brauche ganz viel Geld und hast auch angefangen, die Leute wieder zu belügen. Ne, du hast extra in Berlin am Sonntag, hast du extra draußen deinen Stream abgehalten, in der Kälte und hast behauptet, zumindest im ersten Stream, du weißt gar nicht, wo du schlafen kannst. Und dann hast du im zweiten Stream angedeutet, oh, ich bin jetzt hier draußen in der Kälte und ich friere und ich weiß gar nicht so richtig, was ich machen kann. Ich habe überhaupt gar kein Geld. Und ganz am Ende lässt du dann fallen, oh ja, ich kann in meiner Unterkunft kann ich jetzt gar nicht streamen. Ups, oh, ja, ich habe eine Unterkunft. Ja, stimmt, für die Nacht kann ich irgendwo schlafen. Ne? Ganz merkwürdig. Du hast es wirklich perfektioniert, das Mobbing-Opfer zu sein. Beziehungsweise, das stimmt ja nicht so ganz, du bist ja kein Mobbing-Opfer, sondern einfach das Geschäftsmodell Mobbing-Opfer hast du groß gemacht. Du tust immer so, als würdest du da ja die ganze Zeit grundlos verachtet werden, aber dem ist ja nicht so. Und ein richtiges Mobbing-Opfer, in Anführungsstrichen richtig, ne? Ja. Also jemand, der wirklich gemobbt wird, Reinerle, der kann halt nichts dagegen machen. Da gibt's keinen Ausweg oder so. Du hingegen musst dich aus dem Internet zurückziehen. Du musst raus aus dem Internet. Du bist derjenige, der es das Heft des Handelns in der Hand hat. Naja. Übrigens sehe ich gerade hier, schickt Rudi Winkler eine Rose. Ich weiß nicht, was das soll. Diese Trollspenden habe ich auch nie so ganz verstanden. Lass das doch. Der liest sich das nicht durch. Das ist dem Scheiß egal. Am Ende habt ihr ihm tatsächlich Geld gegeben. Toll gemacht. So, zurück zu Reinerle. Und er wollte mir jetzt noch erklären, warum die Hater hier angefangen haben. Gestiegen, habe mich woanders hingestellt, habe demonstrativ in eine andere Richtung geschaut. Ach, demonstrativ in eine Richtung geschaut, sehr gut. Um das Ganze nicht eskalieren zu lassen. Nachdem die mich angefangen haben anzupöbeln, habe ich... Ja, dann hast du angefangen, die zu schubsen. Ich mich weggedreht, bin ein Stück weggegangen. Auf dem Bahnsteig, ja. Nur noch mal zur Erinnerung. Gegangen, wurde wieder angepöbelt, weiterhin angepöbelt und konnte es nicht deeskalieren. So. Ja, Reinhard, du pöbelst im Internet. Rauf und runter beleidigst du alle möglichen Leute und belügst und betrügst die Leute. Na? Und wenn dir halt jemand seine Meinung sagt, dann wird der halt weggebannt. Dann musst du jetzt halt auch mal damit klarkommen, dass du im öffentlichen Leben angepöbelt wirst. Für das, was du halt auch online machst. Dann ging es weiter damit, ja, dass die Herrschaften... Herrschaften. Sekunde, jetzt muss ich kurz überlegen. Mhm. Außerdem ist es hier gerade übelst nass. Oh. Okay, verstehe. Verstehe. Muss ich mal einen Moment aufpassen. Machst du hier den Jason? Auf die Waffen legt. Ja, ich habe das verstanden. Ja, ja. Das wäre natürlich jetzt noch der Triumph des Abends. Das wäre zu schön. So. Und jetzt wird es gleich besser. Es ging dann somit weiter, dass ich trotz aller Schwierigkeiten, aller Widrigkeiten, alles hin und her und Gedöns und überhaupt. Gedöns. Dass mich jetzt deeskalieren konnte. Auch nach. Rainer, du hast die körperlich angegriffen. Wo ist denn das eine Deeskalation? Nachdem ich dann schon von meinem ursprünglichen Platz schon wieder 3-4 Meter weg stand. Hab also versucht, Abstand zwischen mir und die Kritiker-Hater zu gewinnen. Wurde aber nicht zugelassen. Daraufhin
Bin ich dann auf einen von denen zugegangen, hab dann zwischendurch habe ich noch versucht, habe ich noch so getan, als würde ich die Polizei anrufen, damit sich die Herrschaften verziehen. Wurde auch ignoriert, also weiterhin Eskalation, obwohl ich es weiterhin versucht habe zu deeskalieren. Hab mich dann woanders hingestellt, hat auch nicht geholfen. Und dann war es so, dass zu dem. Ich glaube Rainerle halt wirklich kein Wort. Ich glaube ihm einfach kein Wort. Es war ja schon so, als er die Attacke da abgefahren hat, als er das letzte Mal von Berlin nach Nürnberg zurückgefahren ist. Ist anscheinend nicht so deine Strecke, Rainerle. Ist ja natürlich auch schön doof, wenn du verkündest, dass du dann und dann mit dem Zug zurück nach Nürnberg fährst. Ne? Da hat er ihn ja auch angegriffen, den einen, der ihn gefilmt hat, und hat die Brille ins Gleisbett geschmissen und das Handy angegriffen. Ja, also, und da hat man halt gesehen, dass es quasi sofort eskaliert ist, weil Rainerle war ja in einem Livestream. Und in der späteren Erzählung war es dann, er ist 5-mal zurückgewichen oder ähnliches. Das glaube ich ihm halt alles einfach nicht mehr. Na, ich schätze mal, er hat sich 2-mal umgestellt, so wie er es ja gesagt hat. Er ist 1-mal aus dem Zug, ist er raus und dann hat er sich also stand dann da bei dieser komischen Treppe. Es gibt ja mehrere Videos. Das eine ist ja, wo sie quasi wahrscheinlich aus dem Zug aussteigen. Dann steht er da bei der Treppe und die einen verabschieden den einen Jungen. Dann steht er da tatsächlich hinter diesem Kabuff, wie er es genannt hat, mit den 2 Bahnmitarbeitern, wo die dann auch von der einen Seite kommen und er dann aggressiv auf die Leute zugeht. Das hat man ja gesehen. Ne? Er ist dann tatsächlich, wollte dazu übergehen, den anzugreifen. Und dann gibt es ja das Eskalationsvideo, in dem Rainerle und sich der andere sich da schlagen. Und da ist laut Aussagen der Hater Rainerle derjenige gewesen, der zuerst zugeschlagen hat. Ja. Und wem, Rainer, glaube ich jetzt eher? Irgendwelchen Leuten aus dem Internet? Ja. Oder halt dem Lügenlord schlechthin? Die Wahl fällt mir nicht so schwer, muss ich sagen. Ich würde sagen, so 70-30. Klar, auch Hater lügen teilweise. Ich denke aber, ja, man sieht halt die Bilder und die Videos. Rainer ist der Aggressive. Zu dem Zeitpunkt dann mir einfach die Hutschnur geplatzt ist. Zumal den ganzen Tag schon solche Aktionen waren. Ich hatte schon das Problem in Erfurt, ich hatte schon das Problem in Magdeburg. Und ich hatte auch das Problem schon den ganzen Tag, so. Auch schon zuvor in Berlin, so. Ich habe mich dann also weiter entfernt niedergelassen und es wurde, habe dann so getan, da würde ich die Polizei rufen und alles, und es wurde alles ignoriert. Jede Form von Deeskalation, jede Form von Ignorierung, jede Form von lasst mich in Frieden, Aussagen, geht bitte weg, lasst mich bitte in Ruhe. Alles komplett uninteressant, alles ignoriert worden, von vorn bis hinten, alles. Ja, ja. So. Und nachdem das alles nicht geholfen hat, bin ich dann hingegangen auf die zu. Im Normalfall weichen die meisten, nicht alle, aber die meisten weichen dann zurück, wenn ich auf die zugehe. Rainerle wurde aggressiv. So. Der eine nicht und geht dann her und bleibt stehen, geht sogar noch einen Schritt auf mich zu. Ich habe ihn dann gepackt und wollte ihn wegschubsen. Daraufhin geht er hin. Rainerle hat ihn gepackt. Er wollte ihn wegschubsen. Junge. Was? Merkst du eigentlich, was du da erzählst, Rainer? Merkst du das? Merkst du, wer hier körperlich aggressiv ist? Ne? Wer wirklich angreift? Ich kann natürlich verstehen, dass es dich ankotzt, wenn da Leute dich erkennen und halt dir Sachen zurufen. Aber damit musst du halt leben. Das ist die ganzen 10 Jahre ja jetzt nichts Neues. Rainerle, das ist ja nichts Neues. Und wie gesagt, du hast die ganzen Jahre provoziert. Du hast die Leute einfach im Internet belogen und betrogen und provoziert. Also was erwartest du?
ne, letzte Woche das Ende ankündigen, 2 Tage später wiederkommen und denken, hier ist alles jetzt wieder gut. Schlussstrich und so, ne? Her und will mir eine hauen und zementiert mir voll eine ins Gesicht. Ja. Mit Recht. Ganz ehrlich, zu Recht. Wenn du ihn packst, Reinerle, du gehst auf ihn zu. Ne? Du gehst aggressiv auf ihn zu, packst ihn. Ne? Was glaubst du, passiert dann? Endlich spürst du mal Konsequenzen. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Oh, welch Wunder. Wobei ich dazu sagen muss, dass meine 5-jährige Nichte oder 6, ich weiß gar nicht, wie alt meine Nichte ist, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie er die zuschlägt, aber ich gehe davon aus, dass sogar sie hätte zuschlagen kann. Mhm. Als der Typ. So. Noch einer, du hast kassiert. Zu Recht. Lange Rede, gar keinen Sinn. Mhm. Das Ende vom Lied war, dass ich ihn dann gepackt habe. Seine Kumpels wollten ihm zu Hilfe kommen, haben mich nicht interessiert. Nee, Reinhardt. Die Kumpels, die haben das da getrennt. Die haben deeskaliert. Und du bist derjenige, der aggressiv darauf gegangen ist. Die haben deeskaliert und haben gesagt, ist gut jetzt. Ne? Dann noch. Und dann hast du dich auch noch dahingestellt zu demjenigen, der geschlichtet hat, ne, der euch quasi getrennt hat. Und was machst du? Komm, schlag doch. Da, so stehst du halt da und, kann mich nicht sehen. Ich bin ein Dulli. Halt, er steht da mit den Fäusten geballt und komm, schlag doch zu. Ihr kennt ja das Video, ne? Ist ja überall zu finden. Sonst schaut auf der Drachenchronik nach, da auf jeden Fall. Könnt ihr es sehen. 2 von denen weggeschubst oder so, inklusive ihn. Also zu dritt waren die dann. Nee, du hast ihn nicht weggeschubst. Die anderen kamen dann auf mich zu und dann kam von hinten ein Schrei. Und dann kam eine Polizistin. Nicht so ganz, Reinhard, du hast noch ordentlich verbal ausgeteilt und hast ihr gesagt, ich verdiene 10-mal mehr als du und so weiter und so weiter. Und ein Polizist um die Kurve, beziehungsweise die Treppe hoch, und daraufhin haben die sich dann verkrampft, verpisst, hab ich noch ein bisschen rumgeschrien, die noch ein bisschen rumgeschrien, weil ich natürlich dann extrem geladen war, bin ich stolz drauf, aber es wurde dann halt einfach zu viel in dem Moment. Und hat dann eben anders nicht geholfen. Ja. Also fassen wir nochmal zusammen. Die Leute haben Reinerle erkannt. Die Leute sind Reinerle nachgefahren und haben Fotos und Videos gemacht und haben ihn halt angesprochen. Ja, er ist halt eine Person des öffentlichen Lebens und polarisiert so ziemlich jeden. Im Internet und auch so. Ist dann ausgestiegen, die Leute sind halt dabei geblieben, haben ihn weiter Foto und Video gemacht. Reinerle hat da schon den ersten gepackt und weggeschubst, da ist nichts passiert. Die haben weiter Fotos und Videos gemacht, weil sie sich, sie haben gemerkt, okay, Reinerle, da könnte was passieren. Der ist halt auf Show aus, beziehungsweise auf Zirkus, wie es halt so ist. Und dann ging es ja auch los. Reinhard ist wieder auf jemanden losgegangen. Der hat sich das aber nicht gefallen lassen und ist einfach stehen geblieben. Reinhard hat den gepackt und der hat sich mit ihm gerangelt und Reinhard hat eine kassiert. Ja. Zu Recht, wie ich finde. Ich finde, zu Recht. Dann haben die sich getrennt und die Polizei hat Reinhard mitgenommen. Die PIVÜ. Polizeiinspektion Würzburg. Und so wie ich es aus dem Artikel dann rausgelesen habe, wurde Reinerle befragt, es wurde eine Anzeige gestellt. Aus dem Artikel geht tatsächlich nicht so ganz hervor, gegen wen, ob gegen Reiner oder gegen die anderen Leute, die da auf dem Bahnsteig gewesen sind. Ich hoffe ja so ein bisschen gegen Reinerle. Mal sehen. Und ja, so hat sich das Ganze dann wahrscheinlich zugetragen. Es hat sich hochgeschaukelt. Und Reiner ist körperlich geworden. So. Ende vom Lied. Ja. Die Personen sind abgehauen. Ich habe noch gesagt, ich mache keine Anzeige. Außer sie gehen her und veröffentlichen irgendwas von dieser Aktion. Wer? Das ist dann auch veröffentlicht worden. Im Telegram-Chat.
Da wurde wieder mal viel völliger Blödsinn erzählt. Du, das waren ein paar, die wollten Fotos machen. Und das ist jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich will, dass das klargestellt wird von den Hatern und Kritikern, dass sie aufhören rumzulügen und immer erzählen, dass ich lüge. Rainer, du hast doch gerade erzählt, dass du sie körperlich angegriffen hast. Also wo war das eine Lüge? Ja, das ist nämlich das Geilste in der Aktion. Ich bin ja der Lügner, obwohl sie die Aktion angestachelt haben, obwohl sie auf die Deeskalation von meiner Seite nicht reagiert haben. Ich habe keinerlei Provokation gemacht, ich habe nichts gesagt. Rainer, du... Nichts gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie mir keine Wahl gelassen haben, wie es eben immer so ist. Genau, und ich will, dass die Hater und Kritiker das in ihrem komischen Telegram, weil sie ja so Wert auf die Wahrheit legen, ich will, dass es klargestellt wird, was tatsächlich Sache ist. Denn ich habe die Überwachungskameras von der, also ich habe die nicht, ne? Aber es gibt die Überwachungskameras von der vom Bahnhof und das sieht man hundertprozentig, auch wenn es keine Audioaufnahme dazu gibt, wie die mich filmen und belästigen. Wie die. Ja, und dann wird man sehen, wie du jemanden versuchst zu schubsen. Immer näher kommen, ich einfach nur da stehe, in eine andere Richtung schaue, bewusst mich von den ganzen abwende und die immer wieder näher kommen und weiter rumstänkern. Und man sieht auch auf den Aufnahmen, dass die halt dann hergekommen sind und sich mir in den Weg gestellt haben. Und was man auf meinen Aufnahmen sieht und hört, ist deren Geschrei, deren Belästigung, deren Beleidigung. Die übrigens komplett von ihnen ausgegangen ist, zu Anfang. Also kurz zusammengefasst, ich habe weder angefangen zu beleidigen, noch habe ich angefangen zu provozieren. Ich habe auch schon gleich gar nicht in irgendeiner Form eskaliert oder angefangen zu eskalieren, sondern ich habe von Anfang an die ganze Zeit versucht zu deeskalieren. Habe versucht, keine Probleme zu machen, habe versucht, mich aus dem ganzen Scheiß rauszuhalten. Ja, was sollten sie auch machen? Mir meinen Rucksack klauen? Hätten sie das gemacht, hätte ich ihnen die Knochen gebrochen. So. Rainer, du bist derjenige, der kassiert hat. Du hast einen Schlag ins Gesicht bekommen. Ne? Jetzt tu mal nicht so, als würdest du die da zerlegen. Also, wenn dem so wäre, wann war denn da nicht der Zeitpunkt? Ne? Reinerle. Weil das ist dann so eine Sache, das ist ja ein Angriff. Sobald die anfangen, an meinem Rucksack oder so rumzureißen, ist das ein Angriff auf mich. Okay, wie ist das mit Schubsen? Ne? Ist das nicht ein Angriff auf die? Von dir aus? Naja, siehst du nicht, ne? Und dadurch bin ich in der Situation, dass ich mich auch körperlich verteidigen darf. So. Ja, und wenn mich jemand packt und schubsen will, dann bin ich in der Situation, dass ich mich körperlich verteidigen darf. Sag mal, wann macht das eigentlich bei dir da oben mal Klick im Kopf? Ne? Oder das ist auch nur noch Murmeln und Knete. Ja, dieser Körper, dieses Gehirn ist sowieso nur noch völlig damit beschäftigt, diesen Körper am Leben zu erhalten. Dieses Wrack da. Früher war es so, na? Und das war der Vorteil der Kritiker und Hater, wenn sie vor meiner Tür standen und da randaliert haben, war das in erster Linie zwar auch strafbar, wenn man sie erwischt hat vor allem, aber... Wieso war das... Was für eine Strafe soll denn das gewesen sein? Oder welche Straftat? Wenn ich ihnen aufs Maul gegeben habe in dem Moment, bin ich der, der eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gekriegt hat. Ja, einer. Es ist ein Unterschied, ob man jemanden verbal angreift oder körperlich angreift. Na, mein Lieber, wann verstehst du das endlich? Na? Wenn ich aber jetzt von jemandem angegriffen werde, der versucht, mir meinen Rucksack zu klauen oder so, darf ich den auch gewaltsam abwehren. Ja, aber es hat niemand versucht, deinen Rucksack zu klauen, Rainer. Ist nicht passiert. Ist einfach nicht passiert. Also wo kommt dieses Szenario her? Speziell, wenn er versucht, mir was zu stehlen. So. Ja. Und wenn ich ihm aufs Maul hau, wenn er mir mein Zeug klaut, dann kriegt der Kollege richtig aufs Maul. Hä? Und zwar nicht nur von mir, sondern auch vom Staat. Im Normalfall. Voraus jetzt mal erwischt ihn. Aber das ist alles nicht der Fall gewesen. Nein. Der Fall war, dass ich angegriffen wurde und belästigt wurde und die Leute mal wieder nicht wussten, wann Schluss ist. Und in dem Moment...
Rainer, wann weißt du denn, wann Schluss ist? Hm? Vielleicht solltest du einfach mal dich aus dem Internet zurückziehen, mein Lieber. Habe ich einfach gut gesehen. Ja, genau. Ey, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Der Typ, der ist einfach nicht, dem ist nicht zu helfen. Und ich bin auch die ganze Zeit auf die Eskalation gegangen, bin weggegangen, hab den Ruhe gelassen, hab versucht, mich zu distanzieren. Wie gesagt, Reinhard, du provozierst die ganze Welt mit deinen Videos im Internet. Dann darfst du dich nicht wundern, dass Leute dich auch verbal angreifen, wenn sie dich in der Öffentlichkeit sehen. Ne? Das ist halt so. Das bringt diese Polarisierung, die du die ganze Zeit betreibst, bringt das halt mit sich. Also, und wer wird dann körperlich? Du, Reinhard. Du einzig und allein. Aber wenn man mich nicht in Ruhe lässt und weiter eskaliert, obwohl... Du lässt uns auch nicht in Ruhe, Reinhard. Allein schon dieser Stream beweist es. Obwohl ich alles dafür tue, dass es deeskaliert, dann kann ich auch nichts mehr dafür. So. Mhm. Und das sieht man alles auf den Überwachungskameras und oder auf meiner Kamera vom Handy, wo ich die teilweise mitgefilmt habe. Nicht die ganze Aktion, weil dafür ist mir mein Speicher auf dem Handy zu schade. Mhm. Aber genug, um zu zeigen, dass ich weit genug weg von denen stand. Zu zeigen, dass ich keinen Ton von mir gegeben habe, bis sie mir keine Wahl gelassen haben. Und um zu zeigen, dass es wieder mal die Eskalation der Kritiker und Hater war. Also, liebe Hater und Kritiker, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass eine gesamte Videoaufnahme von irgendeinem dieser Herren, der da vor Ort war, dabei ist. Irgendjemand hat bestimmt die ganze Aktion gefilmt. Und ich rede wirklich von dem Moment, wo die Tür aufgeht und ich aus dem Bahnhof, aus dem Zug aussteige. Und ich musste von der 9 auf die 8. Das heißt, ich musste auf dem gleichen Bahnsteig bleiben und nur die Seite wechseln. Hm. Konnte also dem Ganzen nicht ausweichen. Musste fast 40 Minuten auf meinen Zug warten. Und all diese Dinge haben dann dafür gesorgt, dass mal wieder eskaliert wurde ohne Ende. So. So. Das müssen wir am Rande. Ich fordere jetzt, da die Kritiker und Hater ja immer so auf die Wahrheit basieren. Die Wahrheit. Ja, jeder Kritiker und Hater will die Wahrheit. Ja. Dann wie wäre es, wenn ihr mal die gesamten Aufnahmen postet? Und zwar auch das, wo meine Kamera auf euch zeigt und zeigt, wie weit ihr weg wart. Ich keinen Mucks von mir gegeben habe, fast 2 Minuten oder sogar noch länger. Und ihr mich beleidigt habt, das Arschloch rauf und runter geheißen habt, immer näher gekommen seid, gelabert habt, wir wollen ein Foto. Und ich sagte, ihr sollt mich bitte in Ruhe lassen. Ich weiß nicht, ob ich bitte gesagt habe, aber ich habe gesagt, lasst mich in Frieden und verzieht euch, verzapft euch, wie auch immer. So, ich weiß nicht, ob meine Wortwahl so höflich war, aber so oder so, wenn ich merke, dass jemand keinen Bock auf mich hat, dann gehe ich weg, egal ob er jetzt mich, aber jetzt zu mir sagt, verpiss dich oder geh weg. Rainer, du kannst dich nicht mit einem normalen Menschen vergleichen. Oder mich bittet, mit Bitte. Hm. Ja, all diese Dinge sind mir scheißegal in dem Moment. Wenn ich merke, jemand ist schlecht drauf, gehe ich ihm aus dem Weg. So bin ich zumindest. Aber ich versuche ja auch zu deeskalieren. Und das ist schon immer so gewesen. Ich bin in... Nee, eben nicht, Rainer. In deiner Zeit, als du noch in der Schanze gewohnt hast, Rainer... warst eigentlich du immer derjenige, der da vollkommen eskaliert ist, wenn irgendwelche Leute auf der öffentlichen Straße standen oder halt vor deinem Zaun. Was du ja nie verstanden hast, ist dieses kleine Stückchen Dreck da vor deiner Hofeinfahrt. Das meiste gehört halt nicht dir, sondern tatsächlich vielleicht so 1 Meter vom Zaun aus, ne? Nicht von der Straße aus. Das gehört dir und es hätte dir so egal sein können, dass sie da vor dem Zaun stehen. Aber nein, du musstest ja dieses ganz kleine Stückchen Dreck musstest du verteidigen wie sonst was. Und da bist du die Leute angegangen und hast gesagt, runter von meinem Grundstück. Die standen vor dem Zaun. Und du bist eskaliert. Erst verbal und als das nicht geholfen hat, weil er hat halt seine Show abgezogen, die Leute haben sich das angehört und angeschaut und dann körperlich. Dann hast du versucht, die Leute körperlich zu attackieren. Mit Stöcken, mit Steinen, mit Äxten und was weiß ich nicht noch alles. Ja, die ganzen Jahre schon. Ich bin in der Schule sogar dafür gemobbt worden, ja, dass ich Menschen,
die mich belästigen, in welcher Form auch immer, dass ich diese Menschen meide und dass ich diesen Menschen aus dem Weg gehe. Dafür bin ich bekannt gewesen in der Schule. So. Nee, wahrscheinlich eher, dass du so der Einzelgänger bist, Reinhold, der Soziopath, wirklich der Asoziale. Nee. So, beziehungsweise, dass ich die davon abhalte, andere zu belästigen. So, das ist das, was wirklich ich bin oder war. So, Gewalt ist trotzdem keine Lösung, Drache. So wirst du nie deine Ruhe bekommen. Hast du mir nicht zugehört? Ich hatte keine Wahl in dem Moment. Doch. Sie haben mich attackiert. Nein, du hast gesagt, du hast den einen geschubst. Am Anfang. Und dann bist du wieder auf den zugegangen. Du bist auf den zugegangen und hast gedacht, der weicht zurück. Und dann hast du ihn gepackt, schon wieder, und wolltest ihn schubsen, Rennerle. Und ich musste irgendwas tun, um meinen Freiraum zu haben. Persönlichen Freiraum darfst du verteidigen. Das ist eine Tatsache. Rainer, du hättest dir doch auch Hilfe suchen können. Hättest du auch runtergehen können oder was weiß ich. Zur Polizeistation, die da in Würzburg ist. Keine Ahnung. Hättest du da Hilfe geholt. Alles andere, außer die Leute wirklich körperlich zu attackieren. Lösung hin oder her? Und wie gesagt, er darf sich halt nicht wundern, wenn er das die ganzen 10 Jahre schon so gemacht hat und halt auch immer so weitermacht, dass es nicht aufhört. So. So. Und ich sage euch jetzt noch was. Ja. Bitte. Wie gesagt, ne? Kritiker und Hater oder auch Trolle, wie auch immer ihr sie bezeichnen wollt, stehen ja auf die Wahrheit. Ach. Dann sollen sie auch die Wahrheit erzählen und aufhören zu lügen. Das ist nämlich nicht das erste Mal, dass Tatsachen verdreht wurden. Du hast doch auch ein Video gemacht, dann veröffentliche das doch. Es ist aber das erste Mal, dass ich dank öffentlichen Plätzen und Überwachung dieser Plätze in der Lage bin, diese Aktionen zu kommentieren, dokumentiert werden und auf legale Weise auch entsprechend geahndet werden können. So, und das ist im Prinzip auch schon der ganze Scherz an der Sache. Ich weiß jetzt gar nicht, wo Reinele da die Lüge sieht. Also von den Leuten. Weil die Videos zeigen ja genau das, was Reinele auch gerade erzählt hat. Klar haben die ihn ein bisschen gepiesackt und provoziert. Streite ich ja gar nicht ab und kann mir auch vorstellen, dass das auf einer Seite scheiße ist. Dann darf Reinele aber auch sich nicht wundern, wenn er nicht mit dem Internet aufhört. Und was man dann in den Videos sieht, ist, dass Reinalde den attackiert. Er greift an, so wie er es ja gerade bestätigt hat. Und genau das haben sie ja auch geschrieben in der Telegram-Gruppe unter dem Video. Reinalde hat zuerst die Leute angegangen, körperlich. Körperlich. Ne? Ja. Und ja, da hat er kassiert. Und fertig, aus. Ich weiß gar nicht, was sie da richtig stellen sollen. Und hier, ja, User 7AKQUYC, du hast gesagt, du verdienst 10-mal mehr als die Hater. Reiner. Wie passt das eigentlich in deinen... Ich dass ich das gesehen habe. Wie passt das eigentlich in deinen Battle-Stream da rein? Ich hoffe, es geht dir gut, Drache. Ganz im Ernst, ich bin zwar geschlagen worden, zugegeben, ja, aber ich bin durchaus stabiler als sowas. Und ich habe kein Problem mit sowas. Ja. Wenn das alles ist, was die Herrschaften gegen mich aufbieten, dann habe ich nicht wirklich was zu befürchten. Rainer, die wollten dich nie körperlich angehen. Als du da versucht hast, den wieder zu packen und zu schubsen, da hat er sich verteidigt. Ne? Und dann haben die Hater deeskaliert, weil du wieder aufs Körperliche gegangen bist.
Ne? Also. So. So viel dazu. Mhm. Das ist nämlich eigentlich auch schon alles, was dazu zu sagen ist. Mhm. Wolltest du nicht ganz am Anfang irgendwas anderes erzählen? Ich persönlich bin ja gespannt, ob die Wahrheit von Ihnen wirklich veröffentlicht wird oder ob das die Presse übernehmen muss. Ich weiß gar nicht, welche Wahrheit du meinst. Ich verstehe immer noch nicht, welche Lüge da erzählt worden sein soll. Du hast gesagt, du verdienst 10-mal mehr als die Hater. Naja, ganz ehrlich, 10-mal vielleicht nicht, aber das Doppelte, was die meisten Kritiker verdienen, verdiene ich wohl, wenn ich meinen YouTube-Account wieder habe. Ne? Ah, ach so meinst also du? Also das ist ja auch eine Tatsache. Mhm. Läufst du einen Marathon? Setz dich doch erstmal irgendwo hin. Ich sitze doch. Was? Hä? Ich sitze doch. Ich sitze sogar sehr gut hier. Echt? Okay. Tut mir ja leid, dass ich hier ein bisschen atmen muss. Vielleicht ist Schnaufen, Rainer. Schnaufen nennt man das. Normal atmen würde sich nicht so anhören. Das Mikro zu empfindlich. Das fand ich vor 8 Jahren oder 9 Jahren so cool. Immer so, schnaufe mal leiser. Musste, Und dabei habe ich überhaupt nicht laut geschnauft. Also ganz minimal. Aber das war so empfindliches Mikro. Man hat ja auch sogar die Vögel gehört, die irgendwie 1 Kilometer entfernt waren, gefühlt. Fand ich auch so witzig damals. Am Ende kommt die Wahrheit sowieso raus. Also mach dir da keine Gedanken. Also, ich gebe dir recht, dass die Wahrheit im Normalfall am Ende immer rauskommt. Aber manchmal dauert die Wahrheit, bis sie rauskommt, wirklich sehr lange. Vor allem, wenn du ihr keinen Anstoß gibst. Beispielsweise gibt es ein Video, oder es gab mal ein Video, ich weiß nicht, ob das noch existiert irgendwo auf YouTube. Es gab mal ein Video aus der Zeit, wo ich gerade angesprochen habe, wo ich immer auf das Kirchen gelaufen bin und zurück und das damals mit meiner Kamera aufgenommen. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt gab es eine... Zu diesem Zeitpunkt gab es eine... ich habe den Namen vergessen. Zu dem Zeitpunkt gab es ein Video von mir, was ich hochgeladen hatte auf meinem YouTube-Account damals. Oder es war auf meinem Vlog-Account, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall bin ich da auf dem Weg nach Emskirchen. So, ich glaube, das war sogar schon mit meiner Fisheye, also mit dieser Canon-Kamera, mit dieser Handheld-Kamera, mit dieser kleinen. Und damals hieß es nämlich zu mir, damals hat irgendein Kritiker einfach während ich da gelaufen bin, das Video bei sich neu hochgeladen. Mit einem Counter und jedes Mal, wenn ich irgendwas gesagt habe, was seiner Meinung nach eine Lüge war, beispielsweise die 6 Jahre Kampfsport oder... Ja, das Lügen-Counter-Video, Rainer, legendär. Legendär. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles erzählt habe. Das ist ein uraltes... viele Lügen auf jeden Fall. ...Video. Auf jeden Fall hat er jedes Mal, wenn ich irgendwas gesagt habe, was seiner Meinung nach eine Lüge war, hat er dann einen Ping gemacht und da hat er dann am Ende irgendwie 23 oder 25 Lügen oder so. Dabei konnte der das gar nicht wissen, ob das stimmt oder nicht. Und ein Großteil von dem Zeug war nicht mal eine Lüge. Ich habe mir das Video angeschaut, es gab 2 Lügen in dem ganzen Video. Rainer, wenn du jetzt schon selber zugibst, dass du da in diesem Video auch gelogen hast. Also, wie unglaubwürdig möchtest du dich eigentlich noch machen? Ne? Und deine 6 Jahre Kampfsport, das kauft dir halt kein Mensch ab, nur weil du da mit irgendeinem Gumbel irgendwie nach der Schule mal so ein bisschen gerauft hast, sind das keine 6 Jahre Kampfsport, die du gemacht hast. Und die betrafen lediglich irgendwelche Standorte oder irgendwelche Situationen, wo ich andere Leute nicht in Gefahr bringen wollte oder andere Leute nicht mit reinziehen wollte. Das war alles. So. Und ansonsten war das Video pur die Wahrheit. Ja. Und es wird ja wieder, es wird ja immer gesagt, so, deine sexuelle Kampfsport, das ist eine Lüge. Ja. Ist es ja auch, Rainer. Du hast nie im Leben Kampfsport gelernt. Du hast den Daumen in der Faust, Junge. Das ist das Erste, was du lernst. Mit dem Stand, mit dem richtig Stehen. Richtig Stehen. Und auch das kriegst du nicht hin. Wer 6 Jahre Kampfsport gemacht hat, Rainer,
dem würde das in Fleisch und Blut übergehen, wie man richtig steht. Ich glaube, damals habe ich auch erzählt, dass ich halt, ich bin, das war glaube ich 2014, mhm. 2014 müsste das Video gewesen sein, und 2012 bin ich jeden Tag, oder war es 2013? 13 oder 14 war das, und das Jahr später habe ich das Video gemacht. Das Jahr vor dem Video auf jeden Fall war es so, dass ich jeden Tag, das hat irgendwann im Sommer, ich weiß nicht, im Juni, Juli hat es irgendwann angefangen. Ich bin abends um 17 Uhr aus dem Bett raus, bin abends um 17 Uhr aus dem Haus raus und bin auf das Kirchen gelaufen. So. Mhm. Und diesen ganzen Weg bin ich dann bis nach dem Kirchen gelaufen, hoch zur Rewe, habe mir ein, ich glaube ein Active O2 oder so war es, genommen. Mhm, richtig. Und habe das auf dem Heimweg getrunken. So. Das hatte damals auch einen bestimmten Grund. Ich möchte diesen Grund jetzt nicht erwähnen. Hat aber mit zwei sehr schönen langen Beinen zu tun, dieser Grund. Jedenfalls hatte dieser Grund einfach den Zweck ausgelöst, dass ich nach dem Kirchen gelaufen bin. Und am nächsten Tag, ungefähr zur selben Zeit, war dieser Grund wieder da. Und das ist zwei, drei, vier Mal hintereinander passiert, jeden Tag. Und dann bin ich jeden Tag, und zwar wirklich jeden Tag, auf dem Kirchen gelaufen und zurück. Und irgendwann kam dieser zweibeinige, langbeinige Grund nicht mehr. Aber ich hatte mich dann zu dem Zeitpunkt schon so daran gewöhnt, jeden Tag auf dem Kirchen zu laufen. Und ich hatte voll Spaß dran, weil ich dabei Musik gehört habe und alles, dass ich das jeden Tag gemacht habe. So. Bis es dann endlich, schlussendlich irgendwann zu kalt wurde. Und dann habe ich mir gesagt, YOLO, heute nicht. Und dann ist das Ganze eingerissen. Und das habe ich auch erwähnt gehabt in dem Video, glaube ich. Weil das habe ich zu dem Zeitpunkt öfter mal erwähnt. Und dann hieß es gleich Lüge. Und nö, Wackerlüge. Aber das ist bis heute, wird es als Lüge abgetan. Ist aber eine Tatsache. Das kann euch übrigens, und das ist das Witzige daran, das kann euch übrigens halb ins Kirchen bestätigen, dass ich das in dem Jahr gemacht habe. Gut, ob die das Jahr noch wissen, weiß ich nicht. Aber es kann euch auf jeden, können euch auf jeden Fall mehrere Leute bestätigen, dass das eine Tatsache ist, dass ich das gemacht habe. So. Zumal ich sowieso einen Großteil von den Leuten, die hier leben, kenne. Oder kannte. Mittlerweile wohnen hier mehr Leute als früher. Aber ein Großteil kannte ich durch die Familie, ein Großteil kannte ich durch ja, Feste und so weiter. Und den Rest kannte ich halt, weil die mit mir aufgewachsen sind. Oder ich mit denen, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. So. Und das sind halt alles so Sachen, wo ich mir denke, so, ja, es wird immer als Lüge abgetan, dabei stimmt das gar nicht. So. Wie ist das mit dem Bahnhof ausgegangen? Hast du Anzeige bekommen oder nur die Hater? Kritiker. Und wobei doch, die kann man glaube ich wirklich als Hater bezeichnen. Mhm. Also, zunächst mal, ich habe gar keine Anzeige gemacht. Noch nicht. Zunächst mal haben die keine Personalien von denen leider aufgeschrieben zu dem Zeitpunkt, was sehr ärgerlich war. Aber gut, es ist jetzt eben so. Ich werde allerdings morgen Anzeige erstatten. Das ist übrigens auch so eine Sache, wenn ich schon bei dem Thema bin. Entschuldigung, dass ich wieder abschweife. Aber auch diese Aussage. Ihr habt ja schon mal bestimmt den Spruch gehört, Anzeige ist raus. So. Dieser Spruch kennen wahrscheinlich nur noch die Ältesten von meinen Zuschauern, also die schon am längsten dabei sind, meine ich damit mit Ältesten, nicht vom körperlich Ältesten. So. Und damals habe ich wortwörtlich gesagt, Anzeige ist raus oder Montag ist die Anzeige raus. So in etwa habe ich das gemacht. So. Das habe ich damals, es war in der ganz Anfangszeit, also ganz am Anfang war das, habe ich das mal gesagt. So. Und das wird auch immer als Lüge abgetan, dass ich gar keine Anzeige gemacht habe und so weiter und so fort. Doch habe ich tatsächlich getan. Und wäre damals nicht ein bestimmter Beamter, das habe ich dann später auch mal in einem Video erzählt und da ist dann die Sache von Müller entstanden. Jedenfalls, das war auch damals auch so eine bescheuerte Sache. Ich habe gar nicht eine Person gemeint, die wirklich Müller heißt. Die Person hieß anders. Ich weiß auch, wie die... Ja, Reinhard, ja. Ich überlege gerade... Hast du wirklich gesagt, Anzeige ist raus? Hast du nicht gesagt, am Montag gibt es eine dicke Anzeige? Waren das nicht die Worte? Person heißt, damals wie heute. Nur ich wollte einen Namen nehmen. Ich hätte auch Mustermann nehmen können. Es war halt sehr unglücklich, dass in dem Fall wirklich jemand da gearbeitet hat, der wirklich so hieß. Sehr ärgerlich. Aber gut, konnte ich in dem Moment nicht wissen. Es ist auf jeden Fall so gewesen, dass ich das damals eben gemacht habe mit der Anzeige, bin reingegangen, habe die Anzeige gemacht und die Person hat mich aus der Wache geschmissen, weil sie es als lächerlich abgetan hat und oder die Person es als lächerlich abgetan hat und habe mich dann sogar noch in der Wache angebrüllt,
nur weil ich einfach versucht habe zu erklären, dass ich gar nicht mit ihm spreche, sondern mit seinem Kollegen, der bereits die Anzeige und alles drum und dran aufgenommen hat. Was daraus geworden ist, weiß ich bis heute nicht. Ja, und das sind solche Geschichten, ne? Ach so, das war die Geschichte von Herrn Müller. Unter anderem, ja. Später wurde dann von den Hatern auch, oder von den Kritikern auch ein Running Gag daraus, ne? Mit Herr Müller. So. Aber die ursprüngliche Geschichte von Herrn Müller ist quasi die, dass es eigentlich gar nicht der Herr Müller war, sondern eine andere Person, die ich so benannt habe, weil Müller eben in Deutschland, vor allem hier in Bayern oder in der Umgebung von Bayern, einfach ein gigantisch riesiger Name ist, den irgendwie jeder fünfte oder jeder zehnte Mensch besitzt. Das ist genauso wie Schmidt oder so. Ne? Das ist ein typischer deutscher Nachname. Genau wie Schmidt, Schumacher und ähnliches. Das sind so typische deutsche Nachnamen. Und ich habe den einfach genommen, weil ich halt einfach, ich weiß nicht, ich kenne zig Müller und so. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme einfach irgendeinen random Namen und dann habe ich ja halt das Pech gehabt, dass wirklich jemand so hieß, tatsächlich. Und ja, habe ihn da leider in eine Scheiße gezogen, die mir bis heute leid tut, wo ich mich auch schon mehrfach für entschuldigt habe. Stimmt doch gar nicht. Stimmt doch gar nicht, Rainer. Du hast ihn immer diffamiert. Du hast ihn ja sogar als die schlechte Schicht bezeichnet. Also was redest du denn da? Auch bei der Person selbst, tatsächlich. Hä? Nein. Wenn du keine Daten hast, dafür zu anzeigen. Man kann in Deutschland auch eine Anzeige gegen Unbekannt tatsächlich machen. Und es werden auch Zeugen gesucht, soweit dass ich habe. Das ist ja durch die Medien gegangen heute, das hat ja übelst die Furore gemacht. Naja. Und ich habe heute tatsächlich auch. Ich habe auch heute gelesen, tatsächlich, dass wohl die Polizei, ich weiß nicht, ob das stimmt, die Polizei wohl auch nach Zeugen sucht. Also, wobei sie ja die zwei Müllmänner, die an dem Tag da waren, die da von der Deutschen Bahn rumgeeiert sind, die beiden, die... Das klingt so negativ bei dir, Reinigungskräfte. Hm? ...den Müll gemacht haben, die sind ja dann da unterwegs gewesen und die hätten das ja eigentlich auch, die könnten das ja eigentlich auch bestätigen. So. Die haben ehrliche Arbeit geleistet, im Gegensatz zu dir. Weil ich weiß. Genau. Zieh die da noch nicht mit rein. Naja, so viel jedenfalls dazu. Ich kenne tatsächlich keinen Müller. Okay, Isin, ich weiß nicht, ob du mehr aus dem Norden kommst. Ich glaube, Müller ist so vor allem in Bayern vertreten. Vielleicht auch noch in Baden-Württemberg. Ich weiß es nicht, wie weit hoch das da geht. Schmidt ist bei uns aber auf jeden Fall. Bei uns ist auf jeden Fall Schmidt ein bekannter Nachname und Müller. Und ich glaube, mehr oben in Berlin ist es, glaube ich, mehr Schumacher und so, wobei ich auch zwei Schumacher kenne. Ja, das ist einfach so ein typischer Name. Das ist genauso wie, das sind halt so typische Namen. Also ich kenne auch, wie Kevin, ne? Es gibt ja auch diesen Namen Kevin, es gibt den Namen Alexander, es gibt den Namen Andy, es gibt den Namen... Rainer, willst du mich verarschen? Willst du jetzt hier Namen aufzählen? Komm schon. Es gibt so viele Namen, die einfach typisch sind, so, die man halt einfach sehr oft kennt und sehr oft hört. Erstens, du bist eine Tomate und wirst halt gegessen. Ja. Was? Okay. Chindra ist, glaube ich, im falschen Stream. Wenn du den Kochstream suchst, der ist zwei Streams weiter. Ja, stimmt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Naja, siehste. Ich habe irgendwas in der Richtung gelesen. Du solltest die Kritiker nicht immer als arbeitslos bezeichnen. Kommt blöd in deiner Lage. Du, ganz ehrlich, wenn du es genau nimmst, ja, und das habe ich euch schon so oft gesagt, eigentlich bin ich nicht arbeitslos. Ich bin Influencer. Ich mache meine Videos, ich mache meine Streams. Ja, ich bin aufgrund meiner Lage momentan kein sonderlich erfolgreicher Influencer. Das ändert aber nichts daran, dass ich ein Influencer bin und meine Arbeit und mein Beruf ist Influencer. Und ja, ich bin auf Spenden angewiesen, so wie 99,95% aller Influencer. Ja? Was heißt angewiesen? Es gibt viele Influencer, die nicht darauf angewiesen sind, was ich auch nicht wäre, wenn ich nicht so viele Kritiker hätte. Weil, wenn ich weniger Kritiker hätte und mehr meiner Arbeit als Influencer nachgehen könnte, hätte ich hier und da vielleicht auch das ein oder andere Sponsoring. Ja? Jetzt, wo ich zum Beispiel viel draußen bin und draußen penne, wäre zum Beispiel... Ach, Rainer, du und dein verdammtes Sponsoring. Wer soll dich denn da sponsern? Welches Unternehmen hätte denn Bock, dich zu sponsern? Du hast es ja schon mal versucht. Du hast ja verschiedenste Sachen vorgestellt.
gab ja die Handys, die du versucht hast vorzustellen. Du hattest diese Mediamarkt-Überraschungsbox, die du da versucht hast zu präsentieren. Es ist immer grandios gescheitert. Was du da halt machst, ist einfach Grütze. Das ist total... Ja, so ein Schulklassenreferat ist das. Und am Ende bekommst du eine 4-, weil du zumindest noch die Schachtel gezeigt hast. Eine Möglichkeit, habe ich auch drüber nachgedacht, vielleicht bei irgendwelchen Sport- oder halt Outdoor-Survival-Stores, so Shops, wie auch immer, irgendwelche Sponsorings anzufragen, wo ich dann etwas Geld oder etwas finanzielle Unterstützung bekomme, inklusive irgendwelcher bestimmter Gegenstände, wie zum Beispiel als Beispiel ein Zelt, als Beispiel. Ey, das müsst ihr euch mal vorstellen. Da kommt so ein 240 Kilo Mensch, kommt in euren Outdoor-Store reingedackelt, was weiß ich, nimmt Globetrotter, nimmt Jack Wolfskin oder irgendwas und sagt, hier Leute, wie wär's? Ihr könnt mich sponsern, ich bin der große Outdoor-Survival-Profi. Ihr gebt mir jetzt die Ausrüstung, ne? Und am besten halt auch noch Geld. Und dann mache ich schöne Videos, wie ich, ne, mit meinem gestählten Körper draußen überleben werde. Ach, und hier, ich brauche übrigens noch 10, 5 Minuten Terrin. Ja. Für meinen Gaskocher. Ein Schlafsack, als Beispiel ein Campingkocher, als Beispiel, keine Ahnung, Isomatte, ein Messer oder irgendwas in der Richtung. Da fällt mir ein, ich wollte mich noch nach einem neuen Messer umschauen. Ne? Ein und Messer. Vorsicht, Leute, ne? Vorsicht, wenn ihr ihm jetzt begegnet. Ganzen Sachen. Ich bin Influencer und das ist... Wie gesagt, bei ihm tickt so manchmal das Gehirn aus. Und wenn er dann ein Messer in der Hand hat, ja, ich meine, der ist nicht schnell oder so, aber durch irgendwelche unglücklichen Zufälle macht euch da nicht traurig. Mein Beruf. Und ja, ich bin momentan aufgrund meiner Sachlage oder meiner generellen Situation auf Spenden angewiesen. Was mich wahrscheinlich mehr abfuckt als alle anderen. Ja, aber Rainer, das bist du doch die ganze Zeit. Das bist du doch immer auf Spenden angewiesen. Das ist ja kein Arbeitsverhältnis oder ähnliches, was du hier betreibst, sondern es ist einfach Bettelei. Du bist ein arbeitsloser Bettler. Ganz klar. Zumal ich eigentlich immer schon für mein Geld gearbeitet habe und auch gerne dafür arbeiten möchte. Nicht. Ob man meine Arbeit als Arbeit bezeichnet, ist natürlich was anderes. Aber ihr müsst eigentlich mal so sehen. Ne? Mhm. Jeder regt sich darüber auf, dass ich die Kritiker als arbeitslos bezeichne. Ja, warum? Du kennst sie doch gar nicht. Aber wieso tue ich das? Ich bezeichne sie als arbeitslos oder, das ist übrigens auch so eine Sache, ich habe die schon, ja, wie auch immer. Es ist völlig irrelevant, wie ich die Hater oder Kritiker bezeichne, denn nee, ist es eben nicht, Rainer. Das ist Provokation. Tatsache ist, ich bezeichne die deswegen als arbeitslos, weil sie 24/7 auf TikTok rumeiern. Nein, das stimmt doch gar nicht, Rainer. Das denkst du, weil du halt immer wieder neue Personen siehst. Und diese Personen, die reißt du aneinander oder scherst sie halt alle über einen Kamm und dann wird daraus der Hater. Na? Die ganzen Leute, die beschäftigen sich halt am Tag irgendwie mal ein paar Minuten oder manche vielleicht eine Stunde oder ähnliches oder schauen halt mal in diese Telegram-Gruppe rein, gucken ein Video auf YouTube, wenn man halt gerade Zeit hat und Lust hat. Ist halt ein Hobby. Keiner macht das hier 24/7. Rainer. Das ist halt in deinem Kopf so. Versteht mich nicht falsch. Ne? Ich meine jetzt nicht euch als solches, sondern ich meine die Leute, die wirklich 24/7 auf TikTok sind und andere Leute beleidigen, andere Leute attackieren. Ne? Deswegen Kritiker, ne? die Hater, Kritiker, wie auch immer. So, das sind die Menschen, die 24/7 auf Telegram rumeiern, auf TikTok. Ihr Lieben, auf Telegram ist tatsächlich gerade ein Video aufgetaucht, in dem Reinelde in dem Reinelde da steht und versucht, den einen zu treten. Völlig deeskalierend versucht Reinelde, den zu treten.
Höchst interessant, Reinhard, höchst interessant. Ich denke mal, das werdet ihr vielleicht schon gesehen haben jetzt auf Telegram. Vielleicht auch ja, Twitter oder ähnliches. Das ist interessant, Reinhard, interessant. Oh, und oh ja. Da ist tatsächlich die längere Version aufgetaucht, ihr Lieben, von Reinhard, indem er, wie er ja erzählt, versucht, auf die Leute zuzugehen oder beziehungsweise wegzugehen, sagt er ja immer. Aber das sieht hier irgendwie ganz anders aus. Komisch, komisch. Wer hätte das gedacht? TikTok, auf Instagram, auf Facebook, auf WhatsApp, auf was auch immer. Und die ganze Zeit irgendwelchen Leuten schreiben, Leute, ich krieg nachts um 3 Uhr, mitten unter der Woche, krieg ich Nachrichten, geh mal arbeiten. So. Mhm. Ja, kann sein, dass die Person natürlich auf der Arbeit ist und mir von der Arbeit aus auf WhatsApp schreibt. Aber Tatsache ist, wenn mir jemand nachts um 3 Uhr schreibt, dann denke ich erstmal nicht, dass der in einer Nachtschicht ist oder so. Dann denke ich, was macht denn der, Alter? Schafft ich so arbeiten gehen und schreibt mir nachts um 3 Uhr, hat nichts Besseres zu tun. Was zur Hölle ist das bitte? Wie gesagt, Rainer, es gibt Leute, die nachts arbeiten. Und denen ist auch mal langweilig. Also was genau ist das bitte für ein Verhalten? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Arbeitsloser. Asozialer bist. Mir wird angesagt, dass ich dies und das bin und überhaupt und sowieso und keine Ahnung. Und am Ende ist es aber jedes Mal das Gleiche. Ne? Es ist jedes Mal so, dass die Leute mir irgendwas erzählen, was ich alles angeblich bin und alles angeblich soll und alles angeblich mache. Gleichzeitig ist es aber jedes Mal, ich verstehe es nicht. Also, ne? Wenn ich jemandem irgendwas vorwerfe, dann muss ich auch irgendwelche Fakten dazu haben. Und die Fakten, die ich habe in Bezug auf Hater und Kritiker und Dings und überhaupt und sowieso und keine Ahnung, ist, dass diese Herrschaften mich immer dann attackieren, wenn sie mitten in der Nacht, so, egal ob ich jetzt, es ist auch das Geilste, dass die immer die gleichen auch auf Telegram sind, auch in den Discords sind, früher in meinem Discord, es waren immer die gleichen Leute an, egal um welche Uhrzeit man reingegangen sind, es waren immer dieselben online. Und das gilt auch für Telegram. Rainer, das sagst du jetzt einfach so. Das passt halt so gerade ganz gut in deinen Lügenmonolog da rein. Ja, ja. Das gilt für Instagram, das gilt für TikTok, das gilt für WhatsApp, das gilt für alles, auch für Snapchat und was weiß ich, wo sie überall rumeiern. So. Ja. Sorry, aber in meinen Augen ist das keine... In meinen Augen ist das schlicht und ergreifend nicht dieses, ja, ich bin dir überlegen oder so. Nee, in meinen Augen ist das ein, ich bin jemand, der sich als besser ausgibt, als er eigentlich ist. Und gleichzeitig ist er das aber nicht. Ich bin besser als du, Rainer. Ich gehe montags bis freitags arbeiten, regulär. Ich habe einen festen Job. Ich verdiene ganz gut Geld. Ich habe eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf quasi, eine Heizung. Ich kann diese Wohnung auch bezahlen und halten, kann mir Essen kaufen, was zu trinken. Und am Wochenende gehe ich meistens mit Freunden, Kollegen, Familie unterwegs und mache irgendwas. Meistens lasse ich dann Reinerle sein und ja, hab Spaß. So, ne? Oder auch mal nach der Arbeit. Treffen wir uns auch online und reden und quatschen. Rainer, im Grunde bist du halt einfach nur ein Hobby. Ja. Und dein Leben da, dieses Scherbenhaufen an Leben, das ist halt einfach nur jetzt mittlerweile, muss ich zugeben, ist es einfach nur noch Entertainment. Und ich bin halt froh, dass du tatsächlich Konsequenzen erfährst. Endlich. Als ich dich kennengelernt habe, Rainer, da war es halt unfassbar, was für ein Winklerglück du gehabt hast, dass du da schalten und walten konntest, wie du willst, wie du lustig bist und einfach nichts passiert ist, sondern immer nur die anderen da attackiert wurden von der Justiz
und gesagt haben, ja, lass doch mal den armen Herrn Winkler in Ruhe. Der Junge, der macht doch gar nichts. Der macht doch nur sein bisschen Internetkram da. Aber die wollen sich halt auch gar nicht damit beschäftigen irgendwie. Naja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Ihr wisst es. Ja. Und so hat sich das natürlich auch so ein bisschen hochgeschaukelt. Vielleicht hätte man mal eher so auf Rainer gehen sollen und sagen können, Herr Winkler, so geht das nicht. Ne? Anstatt immer nur die ganzen Hater zu attackieren, die halt aufgezeigt haben, was für ekelhafte und widerliche Sachen Rainer da ins Netz stellt und wie falsch dieser Mensch einfach nur ist und verachtenswert. Naja. Also, es gibt ja so viele Beispiele auch von der Medienseite, die da versuchen, das Narrativ vom armen Mobbingopfer aufrechtzuerhalten. Zum Glück reißt Rainer das tatsächlich immer wieder von selber ein. Er schafft es ja wirklich dann auch, dieses Bild, was sie da von ihm erstellen wollen, ne, diesen Rahmen, in den sie ihn pressen wollen, zu sprengen und den Leuten zu zeigen, was für ein ekelhafter Mensch er ist. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Es gibt so viele Leute, die ihm wirklich helfen wollten, aber Rainer ist halt ein Narzisst, ein Egoist und er lässt sich nicht gerne in eine Rolle zwängen, beziehungsweise man darf ihm halt nichts sagen und man darf ihm erst recht nicht sagen, dass er schuld ist. Auch wenn es nur irgendwie ein Teil sein soll. Rainer, der ist nicht schuld. Die anderen sind schuld. Gut, egal. Ihr wisst es ja. Ansonsten schaut euch gerne nochmal die Doku von Der Einzige an. Auf Odyssey zum Beispiel gibt es sie unzensiert. Sehr empfehlenswert. So. So. Am Ende ist es immer das Gleiche. Man kann nicht jemanden als etwas hinstellen, was er nicht ist. Vor allem nicht dann, wenn man selber sich keinen Deut besser verhält. Was redest du denn da, Rainer? Und warum bezeichnest du dann die Leute als arbeitslos? Mann, das wird mir auch nie in den Kopf gehen, wenn ich ehrlich bin. Was genau? Und das ist auch das, was ich ja schon gesagt habe, ne? Um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Ja, bitte. Ich habe das heute schon angesprochen. Die Sachen an diesem Bahnhof gestern. Ja? Mhm. Wenn zu mir jemand sagt, dass ich... jetzt habe ich den Namen vergessen. Wenn Ding. Zu mir jemand sagt, dass ich dass ich jemanden geschlagen habe, so, dann würde ich erstmal drüber nachdenken, wieso hat die Person jemanden, also warum hab ich jemanden geschlagen? Ah. Es ist doch offensichtlich immer wieder der Fall, dass Leute mich attackieren. Es sind Leute aus den USA, aus Russland, aus Japan, aus ich weiß gar nicht wo überall, aus Italien, aus Österreich, oben aus Hamburg, aus Sylt, die sind überall, aus der ganzen Welt, aus ganz Deutschland, sind die zu mir gekommen, nach Franken, zu mir nach... Ja, weil sie dich hassen, Rainer. Naja, gut, stimmt nicht so ganz. Viele verachten dich, Rainer, aber da war halt Show. Da war ein Zirkus in Altschauerberg. Über die ganzen Jahre. Unten. Und... Mhm. Haben mich attackiert, ja? Und wollten dir ihre Meinung sagen, Rainer. Du hast die dann attackiert. Verdreh hier bitte nicht die Tatsachen. Die haben mich attackiert und haben mich angegriffen. Und ich verstehe beim besten Willen nicht, wie man das immer außen vor lassen kann. Ja? Wenn man mir schon vorwirft, dass ich immer der Aggressor bin, wenn man mir immer vorwirft, dass ich immer der bin, der die Scheiße baut. Mhm. Sorry, aber das sehe ich irgendwie nicht. Mhm. Ich sehe das. Und was du jetzt ausklammerst, Rainerle, ist deine Online-Präsenz. Ne? Diese ganzen Aktivitäten, die da vorgegangen sind, ist ja nicht so, dass sie einfach grundlos einfach
so nach Altschorbeck gefahren sind. Immer ist so schöne Gegend, kann man super wandern gehen. Macht richtig Spaß, da ein bisschen spazieren zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Und dann gab es ja halt, wie gesagt, in Altschorbeck diesen Zirkus, der da aufgebaut gewesen ist. Und wenn man ein bisschen Glück gehabt hat, oder ist eigentlich ziemlich oft vorgekommen, hat man sogar Entertainment gekriegt. Wenn die Leute dann aus ganz Deutschland zu mir kommen, zu mir nach Hause und jetzt mich schon am Bahnhof abfangen, das ist ja nicht das erste Mal, dass das vorkommt. Beim letzten Mal war es ja genauso. Ja? Da war die Person auch so, dass sie auf mich losgegangen ist. Ich bin weggegangen. Wie gesagt, schaut euch dieses Video, oder ich denke mal, ihr habt dieses Video auf Telegram schon gesehen, in dem Rainerle völlig deeskalativ natürlich versucht hat, den einen zu treten, auf den anderen zugegangen ist, mehrere Meter und ihn dann gepackt hat. Na, naja. Und das war der Person völlig scheißegal. Ja. Das war der Person scheißegal. Die ist trotzdem weiter auf mich losgegangen, weiter auf mich zugegangen, hat mich weitergefilmt, obwohl ich sie gebeten habe. Ich habe sogar bitte gesagt zu dem Zeitpunkt. War der Person scheißegal. Ne? Und das ist halt immer so. Beim letzten Mal und davor und danach. Danach war es ja so, dass mich in einem Zug nochmal eine Person genervt hat und mir seine Kamera total in die Fresse gehalten hat. Und ich habe gesagt, er soll das lassen. Ja? Und hält mir die Kamera trotzdem in die Fresse. Ich habe versucht, sie ihm wegzunehmen oder wegzuschlagen, besser gesagt. Hat ihn nicht interessiert. Er hat die Kamera kurz weggenommen und wieder hin und drauf gehalten. Ja, und das ist in meinen Augen absichtliche Provokation ist das, ne, Rainerle? Sorry, aber das ist in meinen Augen vieles. Mhm. Aber das ist nicht deeskalierend. Und das ist vor allem auch Nee, Rainerle. Du hast gerade wieder zugegeben, dass du versucht hast, die Kamera zu entreißen, dass du den einen angegriffen hast. Du bist derjenige, Rainerle. Aggressiv provokant. Mhm. Man kann niemandem sagen, du bist provokant. Mhm. Und gleichzeitig dann sich so provozierend verhalten. Doch, Rainerle, kann ich. Ich kann sagen, du bist provokant. Und ich verhalte mich nicht aggressiv. Ich habe dich nie angegriffen. Nicht einmal. Ach, Leute. Mhm. Mir wird das nie in den Kopf gehen. Nee, das glaube ich nicht. Verstehst du vieles nicht? Auf jeden Fall, die Sache an diesem Bahnhof, die wird definitiv noch schlecht enden für die Herrschaften. Das bezweifle ich, Rainerle. So wie ich das Video gerade gesehen habe, kommst du eher nicht so gut dabei weg. Das passt auf. Diese Aktion an diesem Bahnhof, ja. Mhm. Die wird nicht nur deswegen schlecht enden, weil die Person sich damit komplett lächerlich, oder die Personen sich damit komplett lächerlich gemacht haben, sondern... Rainer, der Einzige, der sich wirklich lächerlich gemacht hat, warst du. Es wird auch deswegen schlecht ausgehen für die Personen, weil sie zum einen auf mich losgegangen sind und mich attackiert haben, mich offensichtlich erwartet haben und offensichtlich auch noch provozierend, und außerdem das Ganze dann auch noch veröffentlicht haben. Ja, die haben mich gefilmt gegen meinen Willen, wiederholt erwähnt, dass ich das nicht möchte, wurde ignoriert und trotzdem wurde es dann sogar noch veröffentlicht. Ja, du gehst doch eh eine Anzeige schalten, Rainer, also was willst du? Gegen meinen Willen. Ja, genau. Zeig sie an, meine Güte. Das sind, ich weiß nicht, 3 oder 4 Straftaten. Ja, dazu, dass ich versucht habe zu deeskalieren, dass ich nichts getan habe, nichts veröffentlicht habe. Ich habe es nicht mal erwähnt, bis jetzt natürlich, nachdem es dann wieder mal im Internet veröffentlicht wurde. Eine Sache sollten sich übrigens die Kritiker mal ganz deutlich überlegen für den Moment. Ja? Na. Und jetzt hört mir bitte liebe Hater und Kritiker. Okay. Setz mich nochmal richtig hin. Okay, Rainer, schieß los.
ihr steht unter Beobachtung. The world watching you. Ja? Was? The world. Nicht der world. The world watching you. Wenn, dann Rainer, the world is watching you. Okay. Die Welt beobachtet euch. Aha. Die Welt hat euch im Blick. Oder die zumindest Welt. Germany. Germany? Ja. Deutschland schaut euch zu. Die schauen euch im Moment auf die Finger. Ah. Ich kann mir gut vorstellen, was er meint. Ja. Deswegen fährt er ja auch immer wieder nach Berlin zu seinem tollen Freund Herrn Hutz. Ja, ich denke mal, die sammeln halt gerade Material für ihre tolle Doku, die sie ja Netflix verkaufen wollten. Rainer, jetzt hast du dich wahrscheinlich ein bisschen verquatscht. Ich denke mal, so wird es sein. Die sammeln Material für ihre tolle Doku, die sie an wen auch immer verkaufen. Und das meint er mit The World is Watching You, ja. Oder Germany is Watching You. Ach, Rainer, ja. Wir haben es ja schon im Funknetzwerk gesehen, was diese tollen Öffentlich-Rechtlichen oder wer auch immer da mit deiner Story machen. Es ist halt in der Regel immer so, dass du als Mobbing-Opfer hingestellt wirst. Ich hoffe wirklich, dass sie dir das erzählen, ne, dass sie deine Geschichte erzählen werden. Und dann am Ende kommt halt raus, Herr Winkler ist selber schuld. Er ist derjenige. Das würde ich mir wünschen. Und dann möchte ich Reinaldes Mund sehen. Naja. Aber wird wahrscheinlich auch eher nur so ein Wunsch bleiben. Oder ein Wunschgedanke. Oder wie glaubt ihr, dass es wieder mal dazu gekommen ist, dass es bereits, ja, in den Schanzenwatch-Broadcast haben sie sich gewundert, es ist ja sogar schon in den Medien. Es war heute in der Fränkischen Landeszeitung und es war schon in den anderen Dingern. Einer. Auch die sind in der Telegram-Gruppe, mein Lieber. Das haben sie doch selber geschrieben. So. Und dann frage ich mich doch ganz ehrlich, ich habe nichts veröffentlicht. Gut, die Polizei in Berlin, in Würzburg könnte was gesagt haben. Einer, die Telegram-Gruppe ist öffentlich. Da kann jeder rein. Aber es wurde ja letzten Endes keine Anzeige aufgenommen, also eher unwahrscheinlich, dass was veröffentlicht wurde. Wie kam also die Presse auf die Idee, darüber zu berichten? Das ist ganz einfach. Eure Schanzen Watch ist unter Watching. Rainer, die ist öffentlich. Diese Schanzen Watch Gruppe ist öffentlich. Was verstehst du daran nicht? Unter Watching. Ihr werdet beobachtet. Ja, natürlich werden wir beobachtet. Also, was heißt wir? Die werden. Alle werden beobachtet in dieser Gruppe. Was machst du da eigentlich die ganze Zeit mit diesem verdammten Filter? Langsam fängt mich das an zu nerven. Drachenlord oder Schanzenwatch Broadcast. Passt schon perfekt. Schanzenwatch war früher wir beobachten. Und jetzt ist es nicht mehr wir beobachten, sondern wir werden beobachtet. Denn jetzt verfolgen euch nämlich andere und beobachten andere. Ja? Mensch, da werden sie sich ja zweimal überlegen, ob sie dieses Video, wie du den einen attackierst, raushauen werden. So, völlig Banane, einfach nur noch im Kopf. Und das wird wahrscheinlich für euch das aus sein. Weil, okay. Wenn man sich diesen, ich hab's ja schon mal gesagt, wenn man sich diese Telegram-Gruppen mal eine Weile anschaut, und da braucht man gar nicht lange zu schauen, da reicht, wenn man mal wirklich ein, zwei Tage die verfolgt, und da reichen wirklich fünf bis sechs Stunden Gesamtzeit. Ne? Das reicht dicke, um zu sehen, was für kranke Personen und was für kranke Vorstellungen da im Internet kursieren. Nein, Alter. Meinst du so wie du mit deinen Vorstellungen mit großen Wassertieren? Ne, mein Lieber? Oder die ganzen anderen Schriftstücke, die von dir im Internet kursieren, die du geschrieben hast? Oder, sorry, die du angeblich nicht geschrieben hast? Ja, das ist schon krank. Das ist vollkommen einfach nachzuvollziehen. So. So. Und jetzt ist der
kleine, aber feine Knur an der Sache. Na? Dass es trotzdem absolut uninteressant ist, was ich sage. Denn egal wie oft ich Personen darauf aufmerksam mache, dass sie sich falsch verhalten oder dumm verhalten oder Scheiße machen und erzählen, es spielt keine Rolle. Denn die werden es trotzdem tun. Hm? So. Ich weiß, ich keine Ahnung, was er meint. Ist das jetzt hier 4D-Schach oder was, Renale? Naja. Lassen wir ihn reden. Wird schon wieder so ein langes Video. Und sicher hat Krache keinen Joker um die Schafe. Okay, jetzt sage ich dir nochmal was. Ja? Ich brauche keinen Joker. Ach ja, Guido. Guido hat auf jemand anders geantwortet, der ja schon die ganze Zeit geschrieben hat. Und Rainer hat es wieder falsch verstanden. Ich brauche keinen Joker, um die Hater umzuboxen, denn ich habe niemanden umgeboxt. Ich habe die... Doch, also hast du es zumindest versucht. Die Hater weder geschlagen, noch habe ich sie verletzt. Du hast versucht, den einen zu treten und du hast versucht, die anderen zu schubsen. Habe ich nicht getan. Oh. Leute, überlegt doch mal. Ja? Mhm. Ich habe euch im Laufe der Jahre wiederholt verschiedene Aktionen gezeigt, wo ich verletzt war oder verletzt wurde. Diese Aktionen, die du ansprichst, Rainerle, waren in der Regel selbst zugefügte Verletzungen. Es gibt so viele Beweise, wie du dich selber verletzt hast. Und in der Regel war es halt der Stacheldraht an deinem Zaun, weil du da immer versucht hast, durchzugreifen. Ja? Ich habe nach wie vor einen ausgeschlagenen Zahn. Den hast du dir selber ausgeschlagen, Reine. Das Video gibt es zum Beispiel auf der Drachenchronik zu sehen. Du hast wieder mal Leute auf der Straße verfolgt, hast den Rucksack von dem eingetreten und wie war es nochmal genau? Ich muss nochmal den Ablauf genau zusammenfassen. Reinerle hat die Leute verfolgt mit einem Stock, ne, mit so einem Stab und hat versucht, die Leute auch zu attackieren. Die waren im Begriff zu gehen. Übrigens, die waren deeskalativ, Reinerle. Du warst derjenige mal wieder, der aggressiv gewesen ist und da auf die Leute losgegangen ist. Und hast dann auch den Rucksack getreten von dem einen und laut deiner eigenen Aussage von vor, keine Ahnung was das waren, 40 Minuten, halbe Stunde, darf man sich dann verteidigen. So, dann gab es ein Gerangel, du hattest den Stock in der Hand, der ist dann durch dein eigenes Verschulden dir ins Gesicht geschossen, ja, weil du halt doof wie du bist, mit dem Stock gefuchtelt hast, hast dir selber den Zahn ausgeschlagen und das schiebst du jetzt natürlich den Hatern in die Schuhe. Ich hatte, beziehungsweise habe, nach wie vor die Situation, dass ich eine Narbe an der Lippe habe von diesem ausgeschlagenen Zahn. Ich bin, beziehungsweise ich habe, nach wie vor die Situation, eine Sekunde, Oh, ich kann keine Taschenlampe anmachen gerade. Auch geil. Ich bin, beziehungsweise ich habe nach wie vor die Situation, dass ich von besagten Hatern und Kritikern mehrere Narben am ganzen Körper habe. Ja? Mein linker Arm, meine rechte Hand, meine Lippe auf der linken Seite, mein Zahn, der ausgeschlagen wurde, vor kurzem noch mein abgebrochener Fingernagel oder eingerissener Fingernagel aufgrund der Aktion beim letzten Bahnhof. Also oh nein, dein Fingernagel, Reinhold, du armer Junge. Weil du wieder körperlich gegen die Leute aktiv geworden bist, Reinhold. Du bist aktiv auf die Leute zugegangen und hast versucht, die zu schlagen.
auch diese ganzen anderen Narben, wie du sie ja nennst, sind halt in der Regel dein eigenes Verschulden gewesen. Du hast am Zaun gerüttelt und versucht, da durchzugreifen und die Leute da anzugreifen. Und dabei hast du natürlich nicht bedacht, dass da Stacheldraht ist an dem Zaun. Oder hast es halt in dem Moment wieder mal vergessen, weil dein Gehirn ausgesetzt hat. Auch wissen wir ja, dass du deinen eigenen Badezimmerspiegel kaputt gemacht hast. Und hast dann auch da erzählt, wie du dir da die Scherben aus der Hand rausgepult hast. Also Rainer, in der Regel kommen diese Narben durch eigenes Verschulden, ne, weil du dich mal wieder nicht im Griff gehabt hast. Vor dieser Aktion. Und. So, und was haben wir bei den Hatern, auf der Seite der Hater? Wir haben einen Typen, der sturzbesoffen in die Verhandlung kommt und behauptet, dass er eine Narbe, eine sichtbare Narbe am Kopf habe. Und diese sichtbare Narbe am Kopf war so sichtbar, dass sowohl der Richter wie die Staatsanwaltschaft und auch mein Anwalt vor Gericht aufstehen mussten, um sich die Sache überhaupt zu besehen. Und dann haben sie nicht einmal wirklich viel gesehen. So. Okay. Mein linker Arm ist mittlerweile auch nicht mehr ganz so sichtbar, die Narben. Tatsache ist, Rainer, du hast den Taschenlampen-Dulli da attackiert mit der Taschenlampe durch deinen Zaun. Dass der jetzt auch nicht der hellste ist und der schlauste ist, ja, das hat sich ja herausgestellt. Mal davon abgesehen, ihr habt euch beide nicht viel getan. Ja. Aber als du ihn erwischt hast mit der Taschenlampe, hast du gesagt, ja, der hat gesessen. Ne? Ja. Und eigentlich musst du ihm ja sogar dankbar sein. Denn er hat es ja tatsächlich fertiggebracht, dass du nicht ins Gefängnis gekommen bist, dass du da nochmal mit Bewährung davon gekommen bist vor Gericht. Ja. Reinhard, eigentlich müsstest du ihm wirklich dankbar sein. Aber die Narben an meiner rechten Hand, die werden wohl immer sichtbar bleiben. Die werden nicht mehr weggehen. Ja, aber wie sollen diese Narben durch Hater entstanden sein? Kannst du mir das mal erklären? Wenn nicht durch dein eigenes Verschulden. Ich denke mal nicht, dass... Oder wie sollen... Wie hat ein Hater dir Narben an der rechten Hand zugefügt? Verstehe ich nicht. Weiß ich nicht, wie das passieren sein soll. Okay, so viel dazu. Dann kommt es dazu, dass... Na? Was jetzt, Rainer? So, ich glaube, jetzt hört man mich wieder. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Narben. Achso, dann geht es damit weiter, dass über mich immer behauptet wird, dass ich so viele Hater so brutal behandelt habe. Leute, wo sind die Beweise dafür? Willst du mich verarschen, Rainer? Es wurde gefilmt von beiden Seiten. Beide Seiten haben es gefilmt. Du hast es ins Internet gestellt, wie du eskaliert bist, und natürlich die Hater haben es auch ins Internet gestellt, wie du immer wieder eskaliert bist. Meine Beweise, mein linker Arm, meine rechte Hand, Narben an Körperstellen, die ich nicht unbedingt rumzeigen möchte, und, oder was heißt das? Was? Und wie sollen da Narben entstanden sein? Rumzeigen möchte, ich habe damit kein Problem, aber da kriege ich wieder Ärger mit YouTube oder TikTok oder sonst was. Hä? Ja, diese ganzen Narben, diese ganzen Sachen, diese ganzen Probleme, diese Sachen, die ich auf lange Sicht und auf Dauer haben werde, die ich nicht mehr los werde. All diese Dinge werden schlussendlich dafür sorgen, dass man auch leicht nachweisen kann, was die Leute mir angetan haben. So. Aber wie viele Hater gibt es, die dauerhafte Schäden davongetragen haben? Narben, die sie bis heute zeichnen. Der eine Besowski von der Verhandlung, versteht mich nicht falsch, dass ich ihn geschlagen habe. Tut mir leid. Nö, tut's nicht. Nicht zuletzt, dass es überhaupt zu einer Verhandlung gekommen ist auch.
Aber von grob geschätzt, das habe ich schon ein paar Mal, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon erwähnt habe, von grob geschätzt 10.000 Hatern, das ist nur eine grobe Schätzung, von grob 10.000 Hatern über 10 Jahre verteilt. Das ist sogar eine relativ gute Schätzung, weil 1.000 Hater pro Jahr kommt ungefähr hin. Das ist sogar weniger. So. Also, grob 10.000 Hater auf 10 Jahre verteilt. Es gab wie viele Anzeigen gegen mich? 10? 20? Es waren keine 30. So. Die Mehrheit dieser Anzeigen waren nicht mal Anzeigen durch Hater. Es gab den Typen mit dem Pfefferspray. Ist aber kein bleibender Schaden entstanden. Ich dagegen habe nach wie vor Narben von diesem Tag. Was? Alter, du bist doch gar nicht rausgegangen an diesem Tag. Du warst die ganze Zeit hinter deinem Zaun. Da gab es ja sogar noch den Zaun mit der Plane. Und du hast über diesen Zaun die Leute mit Pfefferspray attackiert. Und mein Zaun, gut, interessiert mich jetzt nicht mehr natürlich, aber mein Grundstück hat auch einen Schaden hinterlassen bekommen. Dieses Müllgrundstück. Übrigens, soweit ich weiß, nicht verhandelt wurde. Und der, soweit ich weiß, also ich habe zumindest nie Schadensersatz dafür bekommen. Für was? Und da ist auch ein Schaden entstanden, der... Rainer, dein Zaun war mit Müll und Tüdeldraht zusammengehalten. Was soll man da ersetzen? Also das ist doch nicht dein Ernst. Es war ja auch als... Junge, es gibt eine schöne Story, wo ZDK da gewesen ist. Ne? Da hattest du nämlich noch dieses Flatterband aufgehängt, um halt dein Grundstück da nochmal weiter abzuzäunen. Und dann ist die Polizei gekommen und dieses Flatterband war halt kaputt. Und dann wolltest du den anzeigen. Wegen dem zerrissenen Absperrband, dieses Flatterband. Und der Polizist hat es einfach nur, also der hat dich, glaube ich, komplett ignoriert. Aber du bist einfach nur noch bescheuert, Rainer. Du bist einfach nur bescheuert. Unmengen war, aber der dennoch nicht besonders leicht zu machen war. So. Dann kommen andere Sachen hinzu. Na, hier Tomaten, Ketchup soll es wahrscheinlich heißen. Und wieder geht's nur um dich. Wer soll dein Leben ändern, bis auf du? Bis auf du? Okay. Aber er hat recht. Wie? Und hier Mastermind schreibt es auch. Alle Teilnehmer des Spiels muss damit rechnen, negative Aktionen abzubekommen. Richtig. Auch wie Rainer. Rainerle ist aktiv beteiligt. Beispielsweise, was ist ein gutes Beispiel? Hm. Warte mal. Lange geht dieser Stream eigentlich noch? Ja, viel zu lange. Oh, ich dachte, ich muss niesen. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Bam, 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 bam. Ja, ja. Was ist ein gutes Beispiel? Ich habe gerade echt keinen Plan davon, ehrlich gesagt. Na. Gutes Beispiel, Rainer. Ich denke, ein gutes Beispiel ist die Aktion mit dem Pfefferspray tatsächlich, die ich ja schon genannt habe. Ein anderes gutes Beispiel dürfte schätzungsweise die Sache mit dem Typen wegen der Taschenlampe sein, der ja angeblich übelst Narben davon getragen hat, wo man aber selbst vor Gericht keinen wirklich... Rainer, du hast durch den Zaun mit der Taschenlampe zugeschlagen. Es gab keine Gefahr für dich. Einen dauerhaften Schaden gesehen hat, außer eine minimale Narbe, die kaum zu sehen ist. Wobei ich sie selbst ja gar nicht gesehen habe. Aber halt alle anderen nah hingehen mussten, um die überhaupt zu registrieren. Ja. Und all diese Dinge haben mir am Ende gesagt,
Ja, wenn man bedenkt, wie viele Narben und wie viele ernsthafte Verletzungen die dauerhaften Schaden bei mir angerichtet haben. Ich hatte, sorry, aber das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Kann ich auch nicht, ich kann das nicht nachvollziehen. Versteht mich nicht falsch, ja. Ich habe es ja schon gesagt, ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass ich falsch gehandelt habe, was diese Schlägereien und die körperlichen Auseinandersetzungen angeht. Das waren falsche Handlungen, das lässt sich nicht bestreiten. Das waren meine Fehler, die ich gemacht habe, ganz klarer Fall. Und dennoch sind es, wenn man die ganzen Gesamtschäden betrachtet, was die Hater mir angetan haben, allein der finanzielle Schaden durch diese ganzen Aktionen im Laufe der Jahre oder des Jahrzehnts, man muss ja wirklich Jahrzehnt sagen, all diese Schäden, die da dauerhaft angerichtet wurden, die nie auch nur ansatzweise beglichen wurden. Wir hatten letztens den einen Stream, wo Rainerle geragequittet ist, bei Jason und Katal. Da hatte er vor diesem Ragequit auch noch gestreamt. Da habe ich mir was aufgeschrieben auf einem Zettel, ne? Was er zu dem einen gesagt hat. Was war das nochmal? Wo habe ich es hier stehen? Ach, da habe ich es. Moment. Hört doch mal auf, in der Vergangenheit zu leben. Wir sind im Hier und Jetzt. Ja. Das war letzte Woche. Und dann kommen Leute ernsthaft daher und besitzen die Frechheit, mir gegenüber zu erzählen und zu sagen, dass ich den Leuten ernsthaft schade. Wohlgemerkt, ne? Und das ist mein stärkstes Argument. Wohlgemerkt. Diese ganzen Aktionen, die beiden Male an den die beiden Male am Friedhof ausgenommen. Quatsch, was erzähle ich für einen Blödsinn? Das frage ich mich auch gerade, Rainer. Geh offline. Die beiden Male am Bahnhof jetzt ausgenommen, die jetzt vor kurzem waren, ja? Ist es dennoch so, dass ich all diese Aktionen auf die Situation zurückführen kann, dass die Leute bei mir zu Hause vor der Tür waren. Nein, auf der Straße. Keiner von denen hat mich irgendwo zufällig getroffen. Keiner von denen konnte mir irgendwo auflauern, sondern alle Aktionen, jede einzelne, ist mutwillig von Leuten ausgeübt worden, die bei mir vor der Tür standen, die zu mir nach Hause gefahren sind. Teilweise aus Österreich, aus der Schweiz, aus Italien, USA oder sogar oben aus Hamburg, Sylt und so weiter zu mir gekommen sind. Die teilweise 10, 12 Stunden im Zug saßen. Den ganzen Tag, Rainer. 18 Stunden, 19 Stunden. Oder 5, 6, 7 Stunden im Auto saßen, um da hinzukommen, ein bisschen rumzupöbeln, so, wir haben die Schanze besucht und dann abzuhauen, nachdem sie meine Fenster eingeworfen haben oder ähnliche Schäden. Nein, das hast du nie verstanden. Und du hast halt immer nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt gesehen von den Leuten, die da gewesen sind, Rainer. Wenn die aus Hamburg gekommen sind, dann sind die ja in der Regel da gewesen und haben noch was anderes gemacht. Die haben sich meistens getroffen mit anderen Leuten, haben da Urlaub gemacht, was weiß ich. Ne, die sind nicht nur deswegen zu dir gefahren, beziehungsweise nach Altschauerberg, sondern da gab es noch andere Sachen und du warst halt Beiwerk. Man ist da wandern gegangen und ganz am Ende hat man halt die Schanze besucht. Und wenn man Glück gehabt hat, gab es halt noch Entertainment, einen Zirkus von dir. Und deswegen sind halt Leute da in die Richtung gefahren, nach Nürnberg, Altschauerberg, und haben dann den Pilgerweg absolviert. Deswegen, es war halt ein Event, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und du warst Beiwerk, ja, im Grunde. Und man konnte sich halt, was man sonst immer nur im Internet gesehen hat, auch mal live richtig
in Farbe und sogar mit brüllheulende Ton, konnte man sich mal ansehen und anhören. Ja, genau. Und ich meine, wenn man tatsächlich davor steht, das erste Mal vor die, oder davor stand, leider geht das ja jetzt nicht mehr, vor dieser Schanze, dann kann man gar nicht glauben, wie zugemüllt das wirklich ist und wie das da so aussieht. Es hat tatsächlich gar nicht so gestunken, wie ich gedacht hätte, also wirklich nicht. Aber es war halt voll mit Müll. Ja, und es war einfach nur utopisch, dass wirklich da jemand gehaust hat und wirklich gehaust und diese da einfach nur quasi wie so eine Zecke das da runtergewirtschaftet hat. Ich sage nicht, dass das alle gemacht haben. Mhm. Nicht jeder, der da hingegangen ist, hat irgendwelchen tatsächlichen Schaden angerichtet. Das habe ich auch nie behauptet. Ja, aber das klingt alles so, Rainerle. Und weil du alle über einen Kamm scherst, packst du das halt gerne alles so zusammen. Aber. Auf die Psyche eines Menschen haben diese Aktionen, ob sie jetzt nun böswillig waren oder nicht, ob sie jetzt nun Schaden angerichtet haben oder nicht, dennoch einen schädlichen Einfluss bzw. eine schädliche Wirkung. Oder anders ausgedrückt, meine Psyche hat in den letzten 9 Jahren, weil ich war 9 Jahre in dieser Situation vor meiner Haustür, mittlerweile sind es ja 10 Jahre hätte, ich war 9 Jahre in dieser Situation, dass diese Menschen vor meiner Tür waren und mich tagtäglich psychisch belastet haben. So. Wieso hat mich das nicht zerstört? Wieso bist du nicht einfach dem Internet ferngeblieben, Rainerle? So, 2014, 2015. Wieso nicht? Ja. Ich habe keine Ahnung. Aber weil du ein Idiot bist. Es hat es nicht. Und seit ich nicht mehr an mein Haus gehe. Ach, Rainer. Du bist so fertig mit der Psyche. Wirklich. Gebunden bin. Und jetzt kommen wir wieder in der Gegenwart an. Ja. Obwohl ich nicht in der... Jetzt habe ich den Faden wieder verloren. Scheiße. Obwohl ich mein Haus nicht mehr habe. Obwohl ich kein Geld habe. Oder nur wenig. Und obwohl ich in dieser Scheißlage bin, geht es mir psychisch deutlich besser. Und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Mir geht es in einer Situation, in der ich... in der ich kein Geld habe oder nur sehr wenig, in der ich nicht jeden Tag weiß, wo ich am Abend schlafen werde. Mäusle schreibt, du hast doch 10-mal mehr Geld wie alle anderen. Und in einer Situation, wo ich nie weiß, wenn ich jetzt um die Ecke gehe, ob ich am Hate über den Weg laufe. Und trotzdem geht es mir psychisch deutlich besser. Ja gut, was willst du dann, Rainer? Was willst du von uns? Wenn es dir jetzt besser geht, dann ist alles okay. Viele von euch, und es waren echt viele, haben zu mir gesagt, als ich damals Videos und Streams auf TikTok und YouTube gemacht habe, haben viele zu mir gesagt, ey, ich finde es voll cool, du bist so positiv, du bist viel entspannter als früher, du machst deine Videos und deine Streams wieder viel cooler, bist wieder viel entspannter und alles. Woran liegt das? Und das waren nicht zufällig Trolle, Rainerle. Leute, die dich verarschen wollen. Hast du dir das nicht mal überlegt? Oh, Rainer. Wirklich. Ja, es liegt daran, dass ich weniger Besitz habe und mehr Freiheit. Und das ist die Kernaussage, meine Lieben. Das ist die Kernaussage. Besitz macht nicht glücklich. Hat es mich ohnehin nie. Und das war mir von vornherein klar. Dann schlaf doch unter der Brücke, Rainerle, und werd glücklich. Heute
fragen mich immer alle, bereust du, dass du das Haus verkauft hast? Bereust du, dass du das Haus nicht mehr hast? Ich gebe euch jetzt eine Antwort darauf. Oh. Rainer. Alles außer, ja, ich bereue es, ist falsch. Ne? Habe ich zwar schon öfter getan, aber ich gebe euch die Antwort etwas ausführlicher. Nein, ich bereue es nicht. Weil du ein Vollidiot bist, Rainer. Weil du ein absoluter Vollidiot bist. Was ich bereue. Und ich hätte nie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann mal sagen werde. Dass du es nicht schon früher gemacht hast. Ich bereue, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt, als die Situation war, will ich mich ausbezahlen lassen von meiner Mutter und meiner Schwester? Oder will ich das Grundstück? Ich bereue, dass ich nicht gesagt habe, zahlt mich aus. Ist echt so. Ich bereue, dass ich gesagt habe, zahlt mich. Ja. So wie ich es gesagt habe, dass du es nicht schon früher gemacht hast. Nicht gesagt habe, zahlt mich aus. Ich hätte mich auszahlen lassen sollen. Ich hätte mich mit der Kohle verpisst, hätte vermutlich die Streams und Videos gemacht, die ich machen wollte, also die ich jetzt dieses Jahr und letztes Jahr machen wollte, also sprich herumreisen, rumfahren, ja, travel. All diese Dinge hätte ich damals gemacht, richtig. Wenn ich das Haus damals, wenn ich dachte, jetzt zahlt mich aus. Hätte ich gesagt, leckt mich, zahlt mich aus, ich verpiss mich. Das hätte ich sagen sollen. Das bereue ich bis heute, dass ich das damals nicht getan habe. Das ist jetzt das, was ich bereue. Aber es gibt noch ein sehr großes Aber an der Aktion. Und das muss ich jetzt dann zum Ende des Streams nochmal erzählen. Und es tut mir leid, dass ich heute nicht so auf den Chat... Ach du meine Güte. Ich glaube, der hat ein Tonband an oder er hat das Handy in der Tasche. Ja, das kann gut sein. Chat eingegangen bin. Entschuldigt bitte. Aber... Das Stream ist jetzt gleich zu Ende. Vorher muss ich euch aber noch was sagen. Ja, hier, er schreibt es ja auch. Du warst aber schon oft sauer, weil du dein Haus verkaufen musstest. Ja, Rainer, kannst du dich mal entscheiden? Das war nämlich auch eine Sache, die du immer wieder angemerkt hast. Du musstest dein Haus, oder du hast dein Haus verloren, hast du ja immer angemerkt. Du hast dein Haus verloren. Und jetzt drehst du es dir halt, wie du es immer willst und sagst, ja, ich bin so froh, dass ich das Haus verkauft habe. Es ist halt wie Rainer, der es gerade möchte. Ja. Nochmal zurück, dass ich mich wieder erinnere. Erstens, ich bereue, dass ich damals gesagt habe, gebt mir das Haus. Ich will das Haus unter welchen Umständen auch immer. Bereue ich. Aber, ein sehr großes Aber, hätte ich damals gesagt, ich verkaufe das Haus oder die sollen das Haus verkaufen oder was auch immer und sollen mich auszahlen und ich verpiss mich für immer, dann hätte ich gesagt, heute, mit meinem jetzigen Wissen, wenn ich das geändert hätte und anders gemacht hätte, ich wäre damals daran zerbrochen. Ich hätte damals nicht die Stärke gehabt, mein Leben, so wie es jetzt aktuell ist, zu akzeptieren, hätte ich das damals durchgemacht. Oh. Ja. Ein Bullshit. Ich hätte mein Leben nicht so akzeptieren können. Ich hätte meine Situation nicht so akzeptieren können. Und ich wäre deutlich schlechter dran gewesen als heute. Ich habe auch damals schon keine großen Besitzansprüche gehabt. Oder was heißt Ansprüche? Quatsch. Besitz. Einer. Wirklich, du hast jahrelang mit dem Haus und dem Hof geflext wie nichts Gutes. Du hast gesagt, wäre deine Mutter oder deine Schwester in diesem Haus gewesen und nicht du, es wäre noch runtergekommener, als wie es wirklich gewesen ist. Ey. Wie gesagt, er dreht sich das halt immer gerade so, wie er möchte. Als er keinen Strom mehr gehabt hat, als ein Energy ihm da den Saft abgedreht hat. Das erste Video war, man nimmt mir hier meine Menschenrechte, weil ich jetzt kalt duschen muss. Und als er dann den Prepaid-Stromzähler drin gehabt hat, war das Video, ja, das war eigentlich eine super interessante Erfahrung. Ich habe es richtig genossen ohne Strom und nur mit Kerzenlicht und so weiter. Das ist der Typ. Der dreht sich, das ist so situationsabhängig halt immer. Deswegen
wird oder denkt er vielleicht, er zerbricht da nicht dran, weil das in seinem Kopf halt immer zu seinem eigenen Vorteil ausgelegt wird. Alles. Also auch die schlimmsten Sachen. Ne? Und wenn er da die Leute attackiert oder ähnliches, dann ist es halt in seinem Kopf, ja, ich habe mich ja nur verteidigt oder ähnliches. Und so weiter und so weiter. Der hat eine völlig verquere Selbstwahrnehmung und überhaupt eine allgemeine Wahrnehmung. Das ist schon schwierig. Das ist schon schwierig. Was soll man dazu noch sagen? Wie sagt man? Ich hatte auch damals schon keine großen, kein großes Interesse an Besitztümern oder in irgendwelcher Form an Eigentum. Hatte ich damals auch schon nicht. Aber das sagt er halt jetzt, wo er nichts mehr besitzt. Damals wäre ich mit der Situation nicht klargekommen. Mhm. Heute sehe ich alles anders. Ich bin älter. Ich bin Erwachsener. Nee, du bist ausgewachsen. Ich habe Schlimmes durchgemacht. Deine, sorry, du bist ausgewachsen. Du bist nicht erwachsen. Es gibt Menschen, denen geht es noch viel dreckiger als mir. Aber. Und die haben auch viel Schlimmeres durchgemacht. Das will ich gar nicht missen. Mir geht's verhältnismäßig gut. Ich habe eine große Community, die mich zum Teil hasst, zum Teil liebt und zum Teil keine Ahnung hat, was sie mit mir anfangen soll. Nee, Renner, denn die meisten hassen dich. Aus Gründen. Sehr witziger Satz übrigens. Aber ich habe, wenn auch sehr wenige Menschen, die ich liebe und von denen ich sehr sicher bin, dass sie mich lieben. Hm. Das sind nur eine Handvoll. Das ist ein Witz. Ein Witz im Vergleich zu dem, was ich früher hatte. An Freunden, an Bekannten, an Verwandten. Das ist ein Witz dagegen, was die Menge angeht. Aber es sind Menschen, die mir in einer Zeit beigestanden haben, die für mich mehr wert ist als alles andere. Das ist doch wirklich nur Marion S. oder halt die Schweighöfers im Allgemeinen. Mehr ist da doch nicht. Und auch wenn sie mich dabei nicht unterstützt haben, oder wenn sie mich dabei unterstützt haben, mich akzeptiert haben, wie ich bin. Hm. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier nackt stehen würde, ohne Handy, ohne alles, wenn ich hier, Gott bewahre, nackt stehen würde, wäre ich allein mit diesem Wissen der reichste Mensch der Welt. Ach du mein Gott. Ja? Der Philosophie-Lord. Der reichste Mensch, den es gibt. Und das nur mit dem Wissen, dass es so ist, dass diese Menschen für mich alles sein können. Oder mir in allem geholfen haben oder helfen. Und wieso kannst du nicht bei denen pennen? Hm? Bei diesen Leuten, die dir bedingungslos irgendwie weiterhelfen? In dieser Situation bin ich reicher als reich, göttlicher als göttlich und besser als alles andere. Nur aufgrund der einfachen Tatsache, dass ich weiß, was ich an den Menschen habe, die ich liebe und die mich lieben. So, in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit am Start. Nenn mir einen. Ich nenne dir gar keinen. Weil ich keine Lust darauf habe, dass Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, die mir nahestehen. Eigentlich wollte ich das jetzt nicht erwähnen, aber meine lieben Hater und Kritiker, seht euch eigentlich mal auf YouTube, auf TikTok um. Ja? Es gibt, ich nenne jetzt keine Namen, ihr kennt die Namen sowieso alle. Es gibt zwei auf TikTok, die derzeit von Menschen angegriffen werden, nur weil sie versucht haben, mir zu helfen. Ja, Jason und Katal, natürlich meint er die. Einer, die werden angegriffen, weil sie auch den Hatern den Kampf angesagt haben. Weil die einfach total bescheuert gewesen sind und einfach jetzt auch nicht mehr klarkommen mit dieser Hater-Bubble und dem Code-Midas-Effekt. Weil sie ja tatsächlich darauf eingehen, was in dieser Telegram-Gruppe geschrieben wird teilweise.
den allergrößten Mist und dann gehen die darauf ein. Ne? Und ich kann die mir auch nicht geben, weil dieser Jason, ey, wenn der redet, dann sterben bei mir mindestens 5 Gehirnzellen ab gleichzeitig. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe schon. Ja, ja. Nein, du verstehst gar nichts, verstehst du. Ah, nee. Ja, die werden auch noch Spaß haben, Rainer. Aber die wollen es ja auch nicht anders. Die wollen es nicht und die hören auch nicht auf. Ähnlich wie bei dir. Mann, warum verstehen die Leute denn nicht, dass man auch einfach mal nicht auf Sachen reagieren muss? Don't feed the troll. Meine Güte. Ja, wie gesagt, in diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und das Wort zum Sonntag ist, egal wie viel Hass, egal wie viel Hate, egal wie viel Mist, egal wie viel... Da hat selbst TikTok keinen Bock mehr. Stress. Ich bin der Reichste und zu den Ärmsten kann ich immer noch darüber lachen. Wahnsinn. Wahnsinn. Bis dann. Euer Drache. Ach, und danke für die ganze Unterstützung. Ach. Ich bin leider nicht so auf den Chat eingegangen, wie ich sollte, aber ich habe mir heute mal die Scheiße von der Seele gerappt. Gerappt? Sagt man denn nur so. Na, ich habe mir die Scheiße von der Seele geredet, was mir schon lange auf der Seele brannte. Ach, Rainer, das war dieselbe Platte wie immer. Hör auf. Die habe ich schon so oft von dir gehört. So. Alle anderen sind halt schuld, nur ich habe ja mein Leben leben wollen und so weiter und so weiter. Der Inhalt bleibt immer gleich. Schlaf gut, meine Lieben. Ja. So. Schlaf gut, meine Lieben. Bis morgen. Und ja, ich versuche auch morgen zu streamen. Oh, bitte nicht. Ja, das ist es dann gewesen. Reinhard Stream heute Abend. Hat die Pflichtstunde abgesessen. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, diese abendlichen Streams, ne? Es ist halt immer wieder dasselbe. Er ist nicht derjenige und die anderen sind alle schuld. Und hier bitte spendet mir Barrende. Weil ich bin ein armes, kleines Mobbingopfer. Gut, ihr Lieben, das war's. Ich weiß nicht, ich glaube, das nächste Mal werde ich den Stream auslassen. Und dann schaue ich mir lieber einen alten Discord-League nochmal an. Ne? Mit euch, natürlich. Mit euch. Keine Sorge. Aber das ist ja alles zurzeit. Ja. Immer dasselbe. Immer dasselbe. Wobei, es war eigentlich schon die ganzen Jahre immer dasselbe, ne? Rede ich denn da? Eigentlich ist es ja alles nichts Neues. Haben wir alles schon erlebt. Ja. Naja, ihr wisst es, ihr Lieben, ihr wisst es. Gut, ich will es ja auch nicht noch unnötiger in die Länge ziehen. Entschuldigung, dass es diesmal auch keine 3 Stunden geworden sind. Ne, nur 2 Stunden und ein paar gequetschte Minuten. Wir hören uns beim nächsten Mal. Metal of.